Sind wir live? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute nicht bei mir in Hamburg. Ich bin mal wieder in umgekehrt. Ich bin nicht bei mir in Berlin. Ich bin mal wieder in Hamburg. Und ich habe eine sehr schöne Überraschung, glaube ich, für euch. Denn ich selbst bin auch überrascht, dass es heute so weit kommt. Police Simulator. Es gibt ein Update. Es gibt sie, die Verkehrshütchen. Endlich gibt es Verkehrshütchen, meine Freunde. Jetzt kann das Leben beginnen. Und natürlich habe ich auch diesmal meine geschätzten Partnerin Chiara bei mir im Wagen. Beziehungsweise, wenn wir einen Wagen kriegen, ich weiß nicht, die letzten Male sind wir nicht so gut mit dem Wagen umgegangen, aber ich glaube, auch diesmal sollte es zumindest für die Gerechtigkeit auch wieder ein Auto geben. Wir haben neue Sachen freigeschaltet. Ich werde es euch kurz einmal zeigen. Straßenabsperrungen sind neu. Außerdem endlich Pylonen und einen neuen Einsatztyp freigeschaltet, die Verkehrskontrolle. Die werden wir uns gleich in Downtown der neuen Stadt, die wir bekommen haben, geben. Das hier ist Chiara, 8 von 30 und ich bin bei 7 von 30. Dazu muss man sagen, dass letztes Mal nur 10 möglich waren. Also es gibt jetzt schon deutlich mehr als noch das letzte Mal, als wir Police Simulator gespielt haben. Und dann mache ich jetzt mal direkt alles an und spreche mit Chiara. Hallo Chiara. Hallo Simon. So, schön, dass das geklappt hat. Danke für die Einladung. Ja, kein Problem. Hey, mit Oh. wem soll ich das sonst spielen, Simon? Ja, es ist tatsächlich, ne? Es ist die Auswahl der Leute, die sowas mit einem spielen wollen, ist geringer als GTA oder so. Wobei der Roleplay-Aspekt macht doch gerade richtig Bock eigentlich daran. Ja, So, dass das man irgendwie stimmt. mal was Normales macht. Wir haben eine neue Stadt auch bekommen, ne? Neuen Ort, neues Ich Revier. merke es gerade, das kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Ah, ist doch gut. Aber das hat sich auch nicht vergrößert, ne? Das ist wirklich komplett neu. Also. Ja, und du hast einen mehr als ich, von was auch immer diese Sterne bedeuten. Ich habe auch keine Ahnung. Hatten wir letztes Mal nicht nur 10 maximal mögliche Sterne? Was soll ich meinen? Das. Weil hier steht 30 jetzt. Ja. Das frage ich Aber mich gerade. links. Vielleicht kommt das darauf an, wo du. Darauf an, wo du bist, weil links steht zum Beispiel 1 von 10 bei dem Financial Sector, sehe ich hier gerade. Ah, okay, ja, ich glaube, ich sehe, wie das zusammen gehört. Ja, 7 von 14 offene Streife, alle frei. Erhalte 14 Dienststerne zum Freischalten. So sieht's Ja, sehe ich aus. gerade. Okay. Ja, dann legen wir los. Okay, ja, dann legen wir Wie los. lange soll die erste Schicht sein? 15 Minuten oder 20 Minuten? Es ist mir. Also auf die 5 Minuten kommt es jetzt auch nicht an. Mach euch einen Zwanni. Mach mal schön. Okay. Alles klar. Gut. Oh, ich krieg noch mal Hinweise. Dein erster Schritt mit deinem Partner. Nicht mein erster Schritt, meine erste Schicht. Ja, oh, ich habe bei mir Tonprobleme mit dem Ingame. Hast du bei dir Ton? Ja, klar, Ingame, ne? Ja, ich habe Ingame-Ton. Ich bin auf deiner Geburtstagsfeier. Ich hoffe mal, Regie, sag mal ganz kurz. Ah, Ja. okay. Liegt bei mir. Ich habe ein neues Ton-Setup, deswegen liegt es bei mir daran. Ich höre den Ton. Ihr hört ihn auch. Alles gut. Alles klar. Lass mich kurz Ich meine. einmal noch den Green runter machen. Ich bin hier Ja. total unfertig, merke ich gerade. Aber jetzt geht's. Okay, ich bin bereit für eine neue Streife. Hat jemand Geburtstag gehabt oder was? Ja, die essen Kuchen, der sieht blau aus, aber lecker. Schmausen die von unseren Steuergeldern, Chiara. Da ist Schmausen die er. den blauen Kuchen. Da Ach, steht blau, er, hier ne? steht er. Blau wegen Polizei, ne? Unterstützung angefordert. Oh Gott, Bitte ich habe verlassen Sie Unterstützung das Revier. angefordert. Was? Nee, habe ich nicht. Unterstützung, Achtung, der Kuchen isst sich Ich nicht komme an. alleine. Ich kann den nicht alleine essen. Ich brauche Unterstützung. Ja, Informationen ich zur zähle Position der 6 verdächtigen Person. verdächtige Personen, die blauen Süßkram in sich hineinschaufeln. Ja, finde ich aber schön. Das ist eine schöne Geschichte, dass sie das hier feiern. Es sieht halt nur super lame aus, weil da keine Musik ist und diese stehen nur da und essen ihren Kuchen. Musik geht nicht. Naja. Ist wahrscheinlich verboten. Bricht das Gesetz. Es gibt jetzt Polizeihandzeichen. Guck. Guck meine Hand an. Moment, warte. Warte. Ich Oh kann's Gott, nicht. Ich ich glaube, ich bin ja muss so raus. gespannt. Hast du schon wieder deine Handzeichen verlernt? Wie bewege ich meine Hand? Hä? Komm jetzt, mach. Es macht's nicht bei Tab. Vielleicht kannst du's. Oder muss ich dabei auf Ich die habe Straße gehen? Elektropistole, Polizei, Fotokamera, Winkerkelle. Es sind schon ein paar neue Sachen, habe ich gefühlt, aber ich habe keine Bewegung. Polizeihandzeichen hast du nicht unter Radarpistole?
Um Verkehrsstaus aufzulösen. Das meinst du, Polizei? Das ist ja nur einfach die Hand, ne? Warten, bewegen, Handzeichen, Kehrtwende, rückwärts. Das ist ja geil. Kann ich damit den Verkehr regeln? Er macht sie aber nicht. Wenn ein Stau ist. Ja, wahrscheinlich müssen wir erst einen Stau finden oder so. Ach so, ich habe dir eine Squad-Stream-Einladung geschickt. Also nicht ich, meine Mods haben es gemacht. Ja, auch nicht mit. Ah, danke an der Stelle an deine Mods. Dann werde ich das direkt mal akzeptieren. Ich gerade mal kurz machen. Zustimmen. Einverstanden. Ja, wenn wir schon auf Streife gehen, dann muss das auch schön auf Steam funktionieren. Die Ballons sind ja sogar draußen, ne? Die haben das einfach, die feiern einfach mal. Heute feiern die mal so richtig. Ja. Was ist denn das für eine Anniversary für diese Station? Gibt es hier ein Jahr? Ein Jahr gibt es hier jetzt, ja. Ich dachte, einer der Kollegen hat quasi sein erstes Jahr auf der Station, dachte ich. Aber nee. Vielleicht wir, vielleicht ist es unsere Feier und jetzt müssen wir arbeiten, wenn die Kuchen essen. Ich glaube, jeder kann jetzt ein Auto mitnehmen. Hier ist nämlich noch ein Auto. Nein, wir können sogar mit zwei Autos fahren? Geil. Ja. Moment. Ich habe natürlich mich direkt auf den Beifahrersitz gesetzt. Bitte nicht überfahren. Geht das? Wahrscheinlich, alles geht. Ja, geil, okay. Die Polizei ist wieder am Streifen. So, wo müssen wir denn hin? Wir haben nämlich einen Auftrag. Bei mir steht 20 Meter irgendwas. Ach du. Bei mir steht 200. Auch an der Stelle Strafzettel aus. Also bitte. Wenn du willst, kannst du gerne vorfahren. Finde die gesuchte Person steht bei mir. Stimmt. Die sehe ich auch. In Jefferson. Okay, los geht's. Rennen. Also, ich bitte dich. Sei mal froh, dass das keiner gesehen hat. Wir schieben das einfach auf andere. Wir schieben das hier auf dieses Taxi. Das Taxi war gut. Hä? Fahre ich jetzt in die falsche Richtung? Was ist passiert? Ich habe kurz geblinzelt. Du bist Polizei, jede Rechnung ist richtig. Jede Richtung ist richtig. Okay. Okay, ich fahre dir hinterher. Das hat mit den Autos so gar nicht funktioniert. Das wird nur Ärger geben. Mach mal die Sirene an, damit die mal Platz machen. Wie macht man das? Mit R? Nee. Doch. Nee, was? Ja. Eins, okay. Zwei. Zwei. Ja, jetzt machen die nämlich auch Platz. Aber wir suchen ja eigentlich die Dame im blauen Kleid. Genau. Ach, warte, wir haben doch sogar so eine Radar. Genau, wir wissen ja sogar, wo wir hin müssen, oder? Genau. Wir müssen Richtung Norden. Ja, ich hatte kurz vergessen, dass uns das ja auch direkt angezeigt wird. Aha, also bitte. Nimm einen schweren Unfall auf. Unseren? Unseren? Sollen wir das machen? Vielleicht ist es wirklich unserer. Ich würde mich da lieber entfernen von. Okay, Fahrerflucht. Aber die gesuchte Person ist auf jeden Fall weg. Ja, ich habe jetzt einen schweren Unfall genommen. Oh, das ist falsch, oder? Moment, vielleicht können wir schnell durchfahren. Nee, ach Mann, wie dumm. Schichtende. Ich wollte doch nur abkürzen. Dein Partner hat den zugewiesenen Zuständigkeitsbereich verlassen. Wenn wir doch mal ehrlich sind, das war nicht unsere beste Streife bisher. Es war aber, wir sind neu in der Stadt, kennen das Verkehrssystem noch nicht so hier. Nee, wir müssen tatsächlich einfach nochmal, genau, einfach ja, nochmal richtig. Ja, nochmal. Diesmal machen wir es. Ich passe auf dich auf. Umgekehrt. Ich passe auf mich auf. Okay. Es war kein gutes Update, dass wir jetzt beide Auto fahren können. Ich finde auch, das hat eigentlich im Chaos nur noch geholfen. Ich fahre mal bei dir mit. Ich finde, ich fahre lieber bei dir mit. Ja? Okay. Dann nehme das. Das sieht aus, Als würde es mehr aushalten. Ja, und das wäre da mehr Platz auch im Kofferraum. Vielleicht kriegen wir noch einen Polizeihund oder so. Ach, das wäre nice. Das wär aber der, dann ist auch wieder... Das gibt ja immer nur Ärger, ne? Alles, was du benutzen darfst, musst du immer auch verantworten. Und so einen Hund darfst du auch nicht sofort loslassen. Das ist nur mehr Arbeit. Aber wäre schön, wenn so ein Hund die ganze Zeit hinter uns herlaufen würde. Ey, der ist bei Rot. Genau, bleib hast stehen. Hast du ihn direkt erwischt? Okay, er parkt rein. Ich packe ihn zu und du befragst ihn. Der ist bei Rot gefahren über die Ampel. Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? Der arme Kerl, der hat gleich, eigentlich gar ich nichts nehme, gemacht. Ich nehme den nächsten Auftrag mal ein. Aber ich wir machen ihn gleich. Das. Erstmal muss der die Strafzettel bekommen, der neben mir. Okay, fahren. Er ist rote Ampel überfahren. Genau, ja. Ich halte sie an, weil sie über Rot gefahren sind.
Tut mir leid, ich dachte, ich schaffe es rechtzeitig über die Ampel. Das ist keine Entschuldigung. Sag ihm das. Es ist keine Entschuldigung. Bestrafen. Oh, Moment. Okay, kann ich ihn dafür nicht bestrafen über die roten Ampel, rote Ampel? Rote Ampel, oh, eigentlich schon, oder? Ist doch richtig schlimm, Verwarnung oder Strafzettel, okay. Was meinst du? Komm, wir sind... Ich mach mal eine mündliche. Ich werde sie diesmal nur mündlich verwarnen. Na gut. Vielen Dank. War lebensgefährlich, aber gut. Ich habe gerade erst angefangen. Ich will es mir nicht direkt wieder mit allen versauen. Das wird dem nicht nochmal passieren. Na gut. Dann zum nächsten Auftrag. Es ist einfacher, wenn wir nicht zusammenfahren. Also es ist echt besser, wenn wir in einem Auto sitzen. Merke ich glaube auch. Okay, ich blinke nach links. Los geht's. Ich weiß gar nicht, dass man blinken kann. Ja, wir nicht, ne? Die anderen müssen blinken. Bei denen kannst du es nicht bestrafen. Also, ja, ich kann einfach die ganze Zeit blinken. Ja, ja. Krass. Also müssen wir auch eigentlich darauf achten, zu blinken. Ah, ja, sorry. Weil du hast rechts geblinkt und bist links abgeblinkt. Ja, damit die Leute aufpassen. Ich will sie nicht testen. Wieso blinken die Leute hier nicht? Was müssen wir überhaupt machen? Tatort angekommen. Okay, ich bin bereit. Okay. Direkt die Waffe steigen ziehen. Steigen sie aus. Die mit dem Iro ist es gewesen, ich sag's dir. Ich weiß es jetzt schon. Ja, die halte ich mal an. Das ist eine seltsame Kombination, ne? Business und Iro. So. Halt. Ey, warum eiert die einfach Würden weg? Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Bei mir T-Post sie durch die Gegend. Ja, genau. Hier ist mein Ausweis. Bitte sehr. Warum können wir die nicht befragen? Zudem. Klingt verärgert. Sie ist verärgert? Hat die nichts gesehen, oder was? Okay. Hier, die Leute vielleicht. Zeugen was haben Sie gesehen? Nun, Officer, ich habe wirklich nicht darauf geachtet, was los war. Was ist überhaupt passiert? Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Ja, klar. Hier ist er. Was haben Sie gesehen? Nein, tut mir leid. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Shit. Wir haben alle nichts gesehen. Ja, ist ganz traurig. Verhaftig. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Tut mir leid, Officer. Ich war während des Raubens nicht in der Nähe. Ich kenne die was? Person. Der kennt die Person. Der sagt, er kennt... Den befreundet bestimmt. Er kennt den Räuber. Ja, dann erzähl doch mal mehr, bitte. Ich kümmere mich drum. Sie scheinen sich dem Ort zu nähern, an dem die gesuchte Person gesehen wurde. Halten Sie Ausschau, Officer. Ich kann ihn aber auch nicht festhalten, zutreffende Beschreibung, Drohung. Das ist ja bescheuert. Die Frau, das ist die Frau, mit der du eben gesprochen hast. Sie war's. Nein, ernsthaft? Ja. Wo ist sie? Das war hier wirklich die Irokesenfrau. Die Irokesen. Ich hab Näschen für sowas. Du rechts, ich links oder wie? Ja, oder okay. Die hat uns ja voll verarscht. Das macht mich richtig wütend. Dabei hatte ich sie schon. T-Post sie einfach, tut so. Ich glaube, bei mir ist sie. Ich hab sie bei mir. Okay. Sie ist bei mir, sie ist bei mir. Sehr gut. Oh, ich muss kurz jemanden begrüßen. Hallo Bürger. Ich hätte gerne deinen Ausweis. Wir haben hier einen Notfall, wer ist gerade verfügbar? Ja, der Unfall muss warten. Wie heißt die? Liang, ne? Fiorella. Fiorella. Ja, das ist sie, okay. Ey, das hätte ich doch merken müssen, ich habe mir ihren Perso gerade geben lassen. Verdammt. Handschellen. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Offener Haftbefehl. Sie sind festgenommen, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Sie sind ein lausiger Cop. Wieso? Der Beste. Saubere Arbeit, Officer. Das hätte gefährlich werden können, aber Sie haben das erfolgreich gehandhabt. Gut. Ich ermahne Sie jetzt noch ein bisschen. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Also wenn du von der Polizei gesucht wirst, dann solltest du dir vielleicht eine Frisur suchen, mit der du in der Masse untergehst. So ein bisschen. Das hat sie nicht wirklich gemacht. Eben. Ich meine, die Klamotten, okay. Hier ist jemand verfügbar. Hast du gerade ein Geschenk bekommen? Ein Geschenk? Nein. Von ihr? Sie hat gesagt, hier, bitte, Officer. Und dann hat die irgendwas rübergeworfen. Das war's? Wirklich? Habe ich nicht mitgekriegt. Das sah so aus. Ja, keine Ahnung.
Okay, jetzt wird sie abgeholt. Ah, da kommt der Polizeitransport. Ich übernehme das. Gucke ich mir an, da wird sie abtransportiert. Okay, wir haben den Raub gelöst. Gut, zurück zum Auto. Wo haben wir geparkt? Da. Hier vorne. Jetzt bleiben uns nur noch ein paar läppische Strafzettel. Das war schon spannend eigentlich. Hätte ich gern mehr davon. Da kommen bestimmt noch mehr. Ey, das ist so krass. Also warte mal. Die hat den Raub begangen. Keiner der umstehenden Leute hat was gesehen. Einer sagte, ich kenne die Person, sagte danach aber nicht, wer es ist. Und wir haben sie entkommen lassen. Das ist so die Zusammenfassung. Alles neben der Spur. Ja, aber es ist ja nicht unsere Schuld. Wir haben sofort gesehen, dass sie die Kriminelle ist. Ja. Es sind dann doch immer die Haare. Man kann von der Frisur auf den Charakter schließen. Es ist immer so, es gibt Verbrecherhaare und es gibt unschuldigen Haare. Ja, so ein Scheitel immer okay. Aber Irokese ist gefährlich. So, wir suchen. Aber kann man einen Scheitel in einen Irokesen einbauen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du genug Irokese hast, kannst du daraus auch einen Scheitel machen. Das ist die Frage, wie viel Haar noch übrig ist. Ich denke, bei ihr wäre das schon gegangen. Achso, ich muss die Sirene anmachen. Ja. Moment, ging das nicht auch ohne Ton? Ja, ich glaube ja. Nur die... Alter! Officer Evil Knievel hier! Ein weiterer Raubüberfall. Die hören nicht auf. Das könnte vielleicht bei der nächsten Verfolgung wichtig sein, dass ich dann einfach so ein Wheelie kann, okay? Ja, das war gut, auf jeden Fall. Hast du gut gelernt in der... Weiß ich nicht. Nicht in der Polizeischule auf jeden Fall. Ich bin am Tatort eingetroffen. Mal kurze Frage, er darf doch hier gar nicht parken. Das ist eine Bushaltestelle. Ja, aber wir sind halt Polizei. Ja, aber die hinter uns nicht, die Person. Ja, die sollten das Recht. So muss man sehen. Genau, ich mache einen Strafzettel und jemand hat die Geldbörse gestohlen. Okay, aber wo? Ich sehe nicht. Grade da vorne? Vor mir. Ja. Ein Dieb hat gerade meine Geldbörse gestohlen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich renne, ich mach das. Die bleibt gerade stehen. Du machst das Auto, ich mach sie. Hey! Ich sag nur, dass sie sich nicht bewegen soll. Sie bewegt sich! Ich muss sie tasern! Hast du schon? Sie getasert. Ja, hast du sie getasert. Okay, du kannst das machen. Ich mach den Strafzettel und dann Tatort und so. Das hast du sehr gut gemacht. Zwei Jobs auf einmal. Multitasking. Ich will... Personalausweis. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? So, interagieren. Okay, Strafzettel, Haltezone, Bushaltestelle. Okay, da stimmt alles, aber was ich brauche, ist die Brieftasche. Wo ist die denn? Verkehrsanweisung laufen lassen, bist du sicher, dass sie das ist? Ja, ja. Ja, hast du sie schon durchsucht? Ah, das Abtasten. Ja, es ist wirklich schon eine Weile her, da ich meine Streife gemacht habe. ich fühle mich so übergriffig, wenn ich sie so abtaste und alles. Aber ja, stimmt, das müssen wir ja machen. So, jetzt gibt's die Handschellen. Er kennt die Person. Aber eine Frage. Ja. Wenn ich hier Handschellen anlege, mit welcher Begründung? Ich habe quasi nur Tatort, Hintergrund, Prüfung. Und dann Waffen, flüchten. Flüchten, sie ist geflüchtet. Flüchten. Oder Tatort auch, oder nicht? Flüchten ist schon mal richtig. Moment mal, hast du ihren Ausweis? Nein, die sieht genauso aus wie die Person, die wir suchen. Ich habe mir gerade den Ausweis angeguckt, ja. Wie heißt sie? Das habe ich mir nicht gemerkt. Darf sie ist ich nur Ihren Ausweis sehen, bitte? Eine Stadtdrohne für mich. Hier, bitte. Moment, du meinst, die Person hat also vor zwei Polizisten eine Brieftasche geklaut, obwohl sie gesucht wird. Das ist sie, ja. Das ist ja unfassbar. Nein. In den Knast. Mein Geldbeutel. Das ist wirklich unfassbar dreist. Gott sei Dank waren Sie da, Officer. Sie hat einfach einen Laden ausgeraubt und dann noch eine Brieftasche geklaut. Ja. Hier ist Ihr Bericht. Danke, Du hast Officer. Schon gesagt, warum man sie festnimmt, oder? Also wegen Brieftasche. Die nächstgelegene Einheit wurde an ihren aktuellen Standort geschickt. Ich lasse sie mich gerade abholen. Ich habe wegen Weglaufen, habe ich sie. Das ist ja okay. Irgendwas hat sie gemacht. Hauptsache, sie ist weg. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Das war wieder mal eine schöne Aktion. Hast du schon einen Abholtransporter für sie geholt? Habe ich gemacht. Steht gerade im Stau. Die grüne Minna, sie kommt, meine Dame. So, ich hole dich mit dem Auto ab. Ich werde gleich bei deinem Standort sein.
Ja, Mann. Das ist schade, ne? So eine hübsche junge Frau wie sie hat es nun wirklich nicht verdient, ihr Leben hinter den, hinter den ekelhaften Gitterstäben eines... Ne? Sie verstehen schon. Oh, ich muss jetzt weiter zum Job, ich kann sie nicht weiter maßregeln. Hängst du fest? Nee. Ja, ich will die vorbeilassen. Das nehme ich durch. Das ist 4, 5. Drück irgendwelche Knöpfe. Oh, das wollte ich nicht. Ja, die Knöpfe waren richtig. Ah, das ist das willst du. Okay. Oh Gott. Nee, das lehnen wir ab. Wir haben schon einen Auftrag. Oh, was ist mit dem da vorne? Was hat er gemacht? Was denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Pfeil über ihm. Hat er was falsch gemacht? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen, die ignoriere ich. Okay. Ich soll in die Werkstatt fahren? Ich glaube, es gibt keine Werkstatt. Das Auto ist gut. Das kann man noch fahren. Ja, das geht schon noch. Solange vorne die Motorhaube hält. Ja, einen leichten Unfall. Eigentlich ist das ja eine Verschwendung unserer Skills. Ja, du musst dich schon noch ein bisschen einarbeiten, habe ich gemerkt. Ja, ich denke schon, dass das eine gute Idee ist. Es ist tatsächlich wahr. Ich habe viel verlernt in meinem Urlaub. Auch Polizisten haben Urlaub. Moment, kann ich dich zupacken? Kommst du raus? Ja, nee, ich komme nicht raus. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich komme jetzt auch nicht. Jetzt komme ich raus. Vielen Dank. Okay. Ich hole Verkehrshütchen, ja? Und du machst dein Ding. Immer mit diesen Verkehrshütchen. Sie sind doch Verkehrshütchen-süchtig. Ich bin am Unfallort eingetroffen und werde mich darum kümmern. Okay, ich mache hier auch direkt alles. Wo ist denn die Kamera? Da. Okay. Ausrüsten. Wieso geht das nicht? Hä? Na, was machst du? Die Hüte gingen ja letztes Mal auch schon nicht. Vielleicht sind die einfach immer noch kaputt. Nee, die gehen. Die gab es damals nicht. Wir hatten irgendwelche, wir haben Stimmt. Lichter gehabt. Ich musste rechtsklicken und dann... Genau, ich musste rechtsklick gedrückt halten. Ich bin halten. Immer noch okay, geschockt. Hütchen sind da. Ich muss erstmal den Kopf freikriegen. Hast du Fotos gemacht? Fotos habe ich gemacht. Ich befrage gerade die Unfallzeugen und jetzt mache ich noch die typischen Drogentests. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Aus? Haben wir ein wenig an der Mary Jane genascht? Oder? Also sie hat minimal Alkohol, aber nicht genug. Ich muss nur eine Probe nehmen, okay. Um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen steht. Ich befrag mal den Typen hier. Ja, den habe ich noch nicht. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Okay, ist durcheinander. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. So, ich mache gerade Ausweis und Versicherung. Bitte sehr, Officer. Mhm, mache ich auch. Bitte sehr, Officer. Müssen wir eigentlich noch an dem Auto irgendwas abgleichen? Moment. Wird das eigentlich angezeigt, wenn die abgelaufen sind, oder muss man das immer manuell gucken? Aus ich glaube, gab es nicht diese Taste, wo dann direkt stand? Jetzt, 22. Glaub, ja, genau. Ich glaube nämlich auch, dass das irgendwo steht. Viertürer, cool. Ja, das scheint zu passen. Ich frage mich, wie das echte Polizisten machen. Also, ob die das wirklich immer checken. Stimmt. Oder ob die einfach nur so tun? Ich glaube, die schreiben das auf und danach checken sie es oder so. Und dann melden sie sich wieder. Hier. Wie konnte man nochmal nachgucken im System? Danke, Officer. M. M war also, es? Aber ich weiß nicht, ob das geht im Gespräch. Ja, habe ich gerade gemacht. Hier ist 4431. Viel mehr machen kann man nicht, ne? Sie hat keine Drogen genommen. Ich kann sie auch nicht einbuchten. Was geht bei dir? Alles gut? Die gebe ich zurück, ja. Ich werde jetzt mal kurz gucken, ob er Drogen genommen hat. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Na, hoffentlich. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ich stecke ihm das Ding in die Nase und nicht in den Mund. Okay, er hat nichts getrunken. Verdammt. Und jetzt mal die Drogen checken. Drogentest, hatten wir das auch schon davor? Ja. Minus und Plus kriegst du dann als Bestätigung oder negativ. Ja, ich habe Minus und Minus, stimmt. Ja, okay. Leider auch meine. Meine ist auch nicht drauf. Moment, abgelaufen ist es nicht. 2021, wir haben 2020 hier. Ihm ist alles cool, glaube ich. Ich glaube, wir haben auch alles. Du musst nur noch den Bericht abgeben und dann sind wir voll. Ja. Ja, Officer. Aha, jetzt, ich habe noch mal kurz nachgefragt. Moment, ich mach's weg. Sein Perso ist auch noch gültig. Also, alles cool.
Gut, Organspender. Achso, ist eine Frau, da steht W. Ja gut, ihr Perso ist auch noch gültig. Ist das eine Frau? Da steht W, also... Ja, okay, aber ich meine, der Körper ist ja nun wirklich eindeutig männlich. Alles klar, danke, Officer. Die Stimme ist auch männlich. Ist das ein Fehler, wenn man... Nein, komm, lass mal einfach laufen, ne? Mir doch egal, welches Geschlecht du hast, ist der Polizei doch egal. Gut. Solange du es nicht raushängen lässt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Achso, sollten wir einen Abschleppwagen noch rufen? Das ist eine gute... Du hast, glaube ich, einen Punkt. Ja. Aber... Ich ruf mal ein. Ja. Wie geht das denn? Worauf? Am Auto musst du dann stehen und dann F drücken. Okay. Oh, jetzt kann ich die Hütchen, glaube ich, wieder mitnehmen. Oh, ist das cool, ein Verkehrshütchen. Ja, das finde ich schön, wie du dich darüber freust. Das sind die kleinen Dinge. So, du fährst jetzt mal. Okay. Man hat auch eine Taschenlampe übrigens. Oh, ja, komm, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, und der andere auch noch. Jetzt guck dir das doch mal an. Naja, das ist jetzt aber auch nicht mehr unser Job. Muss man ja wohl, okay. Naja, ich... Ey, was ist das für ein Busch? So. Jetzt warten wir auf eine neue Aufgabe, oder? Genau, oder wollen ja. wir ernsthaft Strafzettel? Das ist unter unserer Würde. Nö, das ist ja Streife. Wenn wir merken, jemand blinkt nicht, dann wird er auch nochmal rausgezogen. Aber der vor uns ist, glaube ich, okay. So wie der zuckelt. Jawohl! Schwere Unfall, los geht's! Geht's hier weiter? Oh, Entschuldigung, ich dachte, da wäre eine Straße. Nee, alles gut, du musst eh umwenden. Passt ja. Hast du gut gemacht. Keine Zeit jetzt hier für Verkehrs... Rowdies. Oh Gott, ja, oh Gott. Man schlingert leider so schnell, es tut mir leid. Tempomat mit Shift. Ah, okay. Vielleicht sollte man das mehr machen, ja. Rechts abbiegen. Oh Gott, so, ich hab nur noch Tempomat jetzt. Okay. Links, ja. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann ist wieder zu viel. Oh Gott, war das knapp. Ey, ich bin der allerschlechteste Fahrer diesseits. Ja, okay, jetzt aber. Ich krieg's hin. Tut mir leid. Ich will hier nicht. Hier links? Ja, man kann doch geradeaus. Nee, stimmt. Kann man nicht. Ich hab ein bisschen zu viel erwartet von meinem eigenen Orientierungssinn. In einer Stadt, in der du zuvor noch nie warst. Ja, es sind ja nur Empfehlungen auch, die Wege hier. Okay, so. Jetzt nach rechts. Ja. Und Tempomat ein. So, schön mit 60. Da. Siehst du schon was an einem Unfall? Irgendwas mit, hier hat sich doch gerade ein Unfall aufgetan. Ja, da. Taxi. Ist das hier? Geradeaus. Ja, ich hatte überlegt, ob wir den mit dem Blinker noch. Ja, kann man machen. Mit dem Blinker? Achso, ich dachte, der Typ wäre falsch parkt gerade. Abfall, der geworfen? Okay, das kann ich nicht übersehen. Bleib stehen. Muss hier aussteigen. Wer war das? Also, wir haben so viel. Sachen auf einmal jetzt gerade. Der Typ hat den Blinker nicht gesetzt. Hier hat eine Müll weggeworfen. Hier ist ein Unfall. Okay, ich mach mal den Unfall. Das scheint wichtiger zu sein. Moment, ich mache jetzt mal kurz Verkehrshütchen. Meine Schicht ist niemals um. Ich werde niemals Verbrechen ignorieren können. Ja, das geht doch gar nicht. Wie macht das ein Polizist so? Ja, und kann nie abschalten. Ne? Ich meine jetzt ernsthaft, mal angenommen, der, keine Ahnung, Nachbarn machen irgendwas. Und dann müsste der doch eigentlich was tun, oder? Aber dann lädt dich nie jemand ein zu Partys, weil alle mal Angst haben, dass du der Partypooper bist, der alle in Knast steckt. Zum Beispiel. Stimmt. Das, ja. Das ist doch ein trauriges Leben. Und dann kannst du nur mit Polizisten abhängen. Das will doch keiner. Ja, eben. Nee. Nee. Ich werde auf jeden Fall nicht Polizist. Ich hatte mal eine Bekannte, da war ich auch noch sehr jung. War ich so 17 oder 16 und die war damals auch so, die war so 19, 20 und die hat sich beworben, die war auf einer Polizeischule und wollte halt Polizistin werden und die war halt das komplette Gegenteil, was du so erwartest von jemandem, der Polizist werden will, also wirklich alles gemacht, was man irgendwie nur falsch machen kann und ich habe mich immer gefragt, ob sie es schafft, also was so aus diesen Leuten wird, ob die das dann auch schaffen, obwohl sie, sage ich mal, ne, auf der falschen Seite stehen. An sich kenne ich keine Person, die Polizist oder Polizistin ist. Ich glaube auch, das ist sowas wie Kobolde. Ich hatte mal in meiner Studienstadt, hatte ich so eine Bekannte,
Sie wurde halt von einer Freundin irgendwie mit in den Freundeskreis reingeholt. Der Unfall hat mich ziemlich temporär mitgenommen. Und weiß ich nicht, die haben mich halt nur betrunken erlebt. Aber wir, also nicht während der Schicht, glaube ich zumindest. Okay, aber da dachte ich mir nach, auch, von der will ich auf jeden Fall nicht daraus gezogen werden. Die war absolut chaotisch auch. Ja, aber vielleicht jemand, der selbst, ich sag mal, lebt, der lässt dann jemanden auch mal vielleicht durchschlüpfen. Das kann sein, ja. Ich muss mal eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ich habe nichts falsch gemacht. Oder sie sind gerade extra schlimm, um wettzumachen, dass sie eben sich selbst nicht ans Gesetz halten. Irgendwie so. Irgendeine psychologische Komponente wird da schon irgendwo drin sein. Ich bin hier mit meiner Person fast durch. Hast du die? Es sind ja gleich drei. Ich bin gerade noch bei einer. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Ablauf. Natürlich, Dezember Officer. Bitte 20. Schön. Ach shit, wo ist denn jetzt das Datum? Steht hier gar nicht. Hast du das Datum? Hast du das heutige Datum zufällig? Oben links. Ja, aber das steht bei mir nicht. Das ist bei mir weg. Das steht bei mir auch weg. Aber es ist auf jeden Fall 2020. Ja, aber die Karte gilt noch bis Dezember 2020, dann wird das wahrscheinlich passen. Wir haben Mai, sehe ich. Wenn ich M drücke, steht es unten rechts. Ja, dann 20. Mai. So. Habe ich das alles auch schon fotografiert? Ist alles okay. Wurde verurteilt wegen Raub, Identitätsdiebstahl, Geschwindigkeitsübertretung. Ach, das ist ein dicker Fisch hier, den du da am Haken hast, oder wie? Ja, aber an sich hat er sonst nichts falsch gemacht. Diese Person ist überraschend abgebogen. Also die Person, mit der du gerade sprichst, soll wohl schuld sein, laut meiner Aussage hier. Okay, ich durchsuche sie. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay. Meiner ist besoffen. Ja. Habe ich gesehen. Auch? Nee, so. Aber ich krieg's auch angezeigt. Okay, ich dachte, wow. Polizisten kommunizieren. Ich muss mal Pheromone miteinander bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Okay. Kann ich den jetzt verhaften dafür? Ah, hier habe ich jemanden, der hat ein Plus bei Amphetamin. Oh. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Moment, okay. Wenn ich ihm einen Bericht gebe, lasse ich ihn dadurch nicht laufen, oder? Nee. Du gibst ihm einen Bericht für später. Ja, das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Falls du es überhaupt lesen kannst in deinem Zustand. Verstoß bestrafen? Fahren? Ich weiß gerade nicht, wie ich den jetzt... wie kann ich den fertig machen? Hier ist Ihr Unfallbericht. Ich guck auch gerade. Oh, das weil der hat ja auch Amphetamin. Ja. Den kann ich doch deswegen in den Knast stecken. Das muss doch gehen. Handschellen, ja, stimmt. Handschellen, Betäubungsmittel. Betäubungsmittel. Ja, Alkohol und ja, ja, genau. Ich verhafte Sie wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln. Ich habe ihn wegen des Verkaufs aus Versehen. Ach, bestimmt hast du recht. Bitte tun Sie das nicht. Kann ich das nochmal zurückdrehen? Kann ich das nochmal ändern? Ich nehme Ihnen jetzt die Handschellen ab. Ich nehme sie ab. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit. Und dann verhafte ich nochmal anders. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Geht das? Ich weiß es nicht. Bitte, Officer. Der wird sich auch wundern. Okay, Handschellen für Betäubungsmittel und Amphetamin. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens und Einfluss von Betäubungsmitteln. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Für den muss das auch total weird sein. Bitte, Officer. So. Gefangen. Okay, ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. So, die Frau kann ich ja wegschicken, ne? Die war ja in Ordnung laufen lassen. Ja, nur die Person von dir war besoffen. Meine hat sich irgendwas anderes gegeben. Genau, die steigt jetzt ein. Und dann lasse ich die anderen Autos jetzt abschleppen. Ja, ich glaube, wir haben ich alles. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Und Taxi. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Der Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Gut. Ja. Dann. Das hat wir haben ja eh Schichtende, Feierabend. Du fährst, ich bin besoffen. Nein, Moment. Ich hole mal kurz die Verkehrshütchen wieder zusammen. Ja. Ich habe mir von der Amphetamin-Lady ein bisschen was geben lassen für nachher, wenn wir fertig sind. Wenn wir noch ein bisschen in die Feier in die Bars gehen. Und normale Menschen werden. Wir legen die Kleidung ab und auf die Seriosität der Polizei. Genau. Ja. Das sind Superhelden. Jetzt müssen wir zurück wieder.
halten, nehme ich an. Da. Genau, zurück zur Station, in irgendeine. Ja. Hier irgendwo hinter dem Park. Ah! Oh, komm. Okay, aber die Polizei müsste doch laut Karte eigentlich genau hier sein jetzt. Da, da vorne ist sie. Wo ist? Da, die Luftballons. Wir feiern alle jetzt irgendwie Geburtstag? Es ist schon komisch, ne? Jeder darf mal. Ich dachte, du willst noch gut einparken und ich dachte, naja, ich steig schon mal aus, aber du bist gleichzeitig mit ausgestiegen. Das passt schon. Das komm, es ist unser Geburtstag. Ja, wenn das Revier von dem Bezirk 5 eine Feier hat, dann will ich aber auch einen Kuchen. Guck mal, hier steht er woanders. Du könntest rumfahren. Das ist ein Donut auf dem Kuchen. Ja. Wir könnten quasi von Abteilung zu Abteilung gehen und immer alle Kuchen wegessen. Da ist ein Donut und Kaffee. Ja, das ist schon lustig. Ich hätte... Oh, ich dachte, es wäre mein Platz. Okay. Gut, ich setze mich hin. Bin ich ja mal gespannt. Verhaltenspunkte habe ich minus 5 einmal. Einmal minus 10? Was habe ich denn da falsch gemacht? Ach, wahrscheinlich, weil ich den falsch verhaftet habe. Ja, das kann passieren. Wir können Verbrecher jetzt begleiten. Oh, was heißt das? Verbrecher begleiten? Du kannst jetzt Verbrechen... Was? Das ist falsch geschrieben. Du kannst jetzt Verbrecher zum Revier begleiten und ihre Verwahrung übergeben. Okay. Warum steht denn das so? Verwahrung übergeben? Ja, also wir laufen die quasi bis zum Revier. Graffiti-Vandalismus. Ich will gerade mal schauen, was ich hier falsch gemacht habe. Unfallbericht ausgegeben. Ich habe, hier unrechtmäßiges Anlegen von Handschellen. Tatsächlich, minus 10. Das ist krass, die merken sich alles. Ne? Wir stehen unter Beobachtung. Ist nicht so wie in der Realität. Hier gucken alle ganz genau hin. Ja, das stimmt. Okay. Aber wo hast du denn deinen Fehler gemacht? Kann mich nicht dran erinnern. Ja, ich habe den einen ja erst verhaftet aus Versehen wegen des Verkaufs von Beruhigungsmitteln, weil ich leider mich verklickt hatte. Der ist fahren unter Einfluss, hätte ich machen müssen. Ach so. Hast du dadurch einen Punkt verloren? Du hast 7 von 30. Wo bewegt sich meine Kamera hin? Das ist komisch, ne? Dass ich 7 nur habe. Du hast 2 neue bekommen und ich habe gar nichts. Hä? Ich hatte 7 jetzt, was ist denn hier los? Mach einen guten Job. Aber ich habe voll die Punkte gemacht, nur weil ich einmal einen Fehler gemacht habe. Naja, ich kann damit leben. Ich kann Dinge nicht anklicken, weil mein Cursor ganze Zeit nach unten geht. Oh, ich habe irgendwas angeklickt, ich beginne einfach die Schicht, okay? Ja, ich merke gerade, mein Discord piepst. Wie kann man das denn ausstellen? Also der macht immer diese Geräusche. Naja, egal. Wenn du dich mutest, oder was? Nee, einfach nur, jetzt läuft die ganze... Egal, liebe Regie. liebe Zuschauer, das müsst ihr jetzt ignorieren. Okay. Kann ich daran erinnern, dass Discord sowas macht? Auf beschäftigt stellen. Okay, komm, dann mach ich das mal. Ich würde gern Kuchen. Stellen. Weiß nicht wo. Achso, kann ich dir sagen? Wenn du auf deinen Namen klickst, du siehst ja unten... Dein Profilbild und dein Namen. Da klickst du einfach drauf und dann auf bitte nicht stören. Hammer. Cool. Okay. Danke. Okay. Präsenz zeigen. Das kann ich besonders gut. Da war ich immer am besten in der Schule. Ich nicht. Ich hatte irgendwann mal Anwesenheitspflicht, weil ich zu oft geschwänzt habe. Ich glaube, ich fühle mich jetzt bereit für ein eigenes Auto. Okay. Ja, welches willst du? Ach, du warst so gut mit dem Bulligen hier, dann bleib du mal dabei und ich dümpel dir so ein bisschen mit dem Tempomat hinterher. Okay. Also, aber Blinker ist echt krass. Blinker. So, Polizeikonvoi. Geil. Okay, hast du das als Aufgabe? Ich hab das noch nicht, Nee, haben wir nicht. Aber das wäre schön. So. So, hier sind wir. Die Lichter anmachen noch. Mit der 1. Oh, ich blinke jetzt auch immer. Achso, okay.
Ist es rot? Ich sehe es nicht wirklich. Verkehrsregeln. Wir spielen GTA nach Verkehrsregeln. Und nach links. Schulterblick. Hab ich gelernt. Oh. Achso, Tempomat. Sollte ich vielleicht auch anmachen. Kriegen wir auch mal einen Auftrag? Ich habe den Ort erreicht und werde nach der verdächtigen Person suchen. Hä, was für eine verdächtige Person? Steht bei mir irgendwo unten. Unten in der Mitte. Irgendein Fahrzeug. Oh. Ein Fahrzeug hat eine rote Ampel überfahren. Nein! Oh, es ist aus meinem Zuständigkeitsbereich. Ah, dann leider über die Grenze. Glück gehabt. Das ist Mexiko. Ja, genau. Hier ist irgendwas. Die Map ist hier so ein bisschen rötlich, oder? Dein Auto qualmt ganz schön. Aber wahrscheinlich, weil ich da drauf gefahren bin. Ja. Nee, ich glaube. Weiß ich nicht. Ein Auspuff vielleicht nicht so gut. Ah, ah, da war was hier. Rote Ampel überfahren. Rote Ampel überfahren. Rote Ampel. Ja, jetzt, der will abhauen. Ey. Muss ihn... Welches Auto ist es denn? Da. Ah, du siehst es nicht. Ja, zu spät. Kehrtwende, Handzeichen. Zu spät. Wie das aussieht. Warum bist du denn ausgestiegen? Hast du gedacht, du bist schneller als ein Auto? Ja, ich dachte, du hältst ihn gerade schon auf und dann dachte ich, ich kann einfach davor rennen. Aber nein. Nee. Die einfach so am Weiterfahren. Ja gut, wäre ich auch, ne, an der Stelle. So, wir haben Auftrag. Transportiere eine verhaftete Person. Das machen wir. Na gut, wenn man nichts macht, kann man auch nichts falsch machen. Ich folge dir. Die transportieren wir jetzt. So, Sie, Sir. Hier, in das qualmende Fahrzeug. Das Leite qualmende, Sie. Kaputte Fahrzeug. Machst du eine Tür auf für ihn? Nee, das soll er selbst machen. Ich mach. Machen Sie auch den Kopf-Move? Steigen, dass man den Kopf so extra... Oh, bitte. Nee, doch. Ja, doch. Nice. Weißt du, du kannst sie mit dem Elektroschocker zu Schweizer Käse verarbeiten, aber bloß nicht, dass sie sich den Kopf anstoßen. Es ist doch so. So, ich fahr dir hinterher. Geldbörse? Geldbörse? Okay, du gibst ihn ab und ich mach die Geldbörse? Ja, oder aber ich sehe niemanden. Ich liefere ihn ab. Ich auch nicht. Ich liefere ihn ab. Du kannst es ja gern mal versuchen. Ist das die Person, die gerade einfach so über die Straße rennt? Ich mach einfach. Es ist immer die Person, die wegrennt. Ja. Irgendwie wollen die nicht, dass ich den abliefer. Ich glaube, ich muss bei dir bleiben. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber vielleicht wäre das meine Aufgabe gewesen, weil ich den genommen habe oder so? Ja, das sind so Kompetenzfragen, weil du hast ihn in mein Auto. Ja. Die Frage, wer ist verantwortlich jetzt? So. Bist du denn... Ah, dein Auto steht. Die Frau. Die Frau bleibt halt nicht stehen. Dann taser ich die jetzt. Ich weiß gar nicht, ob sie es ist. Aber doch, die hat eine Geldbörse. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr zu laufen. Hier, ich taser die jetzt. Dann mach das doch. Wo ist sie denn? Ich würde ja gerne kommen, aber... Oh, ich glaube, ich hab dich. Ja, da hab ich dich. Gut. Dann werde ich dich jetzt durchsuchen. Komplett. Ich sehe gerade mein Auto ranfahren. Ja, dann kann der eine Typ, den wir hier bei den Knast stecken, können wir gemeinsam fahren. Mal gucken, wie das ist, was ihn erwartet. Ich mache noch ein Foto. Ja. Das für deine Mama. Oh. Flüchten? Ist es wirklich flüchten und nicht irgendwie klauen? Gibt's das nicht? Bitte, nein! Es gibt, glaube ich, schon sowas wie Diebstahl, ja. Naja, aber sie ist ja auch geflüchtet. So, die steigt mit ein. Ist okay, oder? Dann ich kannst du keine auch, Ahnung, ich meine, wie dann viele... kannst du auf der Carpool-Linie fahren. Wie viele kann man da wohl reinstecken? Ob da noch mehr als zwei Leute passen? Alles klar, bleiben Sie ruhig. Ich begleite Sie nur vielleicht, in der Trasse. Weißt du, später werden die erzählen ihren Kindern, so haben wir uns kennengelernt. Auf dem Rücksitz ich steig alles... bei dir mit ein. Ja, mach das. Ich fahre dich zu deinem Auto. Ich kann nicht. Aus irgendeinem Grund, Moment. Ich kann auch nicht. Achso, ich muss auch die Geldbörse... Ey, ich kann nicht einsteigen. Ich muss aber auch die verhaftete Person begleiten. Einsteigen. Wir bringen sie jetzt in die Zelle. Nein, steck sie wieder rein.
Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Vielleicht konntest du erst rein, ich probiere es nochmal. Jetzt müsste es gehen. Aber ich konnte eben nicht Kopf rein. Kopf einziehen. So. Ja, ich sitze drin, aber ich muss die Geldbörse noch zurückbringen. Ich komme nicht rein, aber das ist dann einfach so. Dann nehme ich dein anderes Auto. Okay. Ich weiß halt nur nicht, welche Person das war, wem ich das zurückgeben muss. Moment, ich habe eine Anzeige. Schwierig. Schau mal. Ich glaube, wichtig wäre, dass wir die beiden mal zum Revier bringen. Du hast zu lange gebraucht, das Opfer hat beschlossen, zu einem Revier zu gehen. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Keine Geduld mehr. Ach, das Opfer? Dann werf das Ding doch einfach hier in den Briefkasten. Aber ich sehe halt auch kein Revier. Ja, das kriegst du nicht angezeigt, wenn du nicht explizit dahin sollst. Das war nämlich auch mein Problem. Ja, dann suchen wir einfach mal. Da, jetzt müssten wir eins haben. Jetzt hast du die Aufgabe. Nee, jetzt habe ich sie nicht mehr. Eben hatte ich sie. Die verhaftete Person zum Revier. Da, jetzt habe ich sie wieder. Hä? Also, ich weiß auch nicht, aber immer wenn ich in deiner Nähe bin, erscheint sie mir. Weil du die Person hast. Ich fahre Richtung Polizeipräsenz. Es kann sein, dass ich gerade vielleicht was anderes habe. Das ist echt lustig, weil sobald ich in deiner Nähe bin, kommen meine Aufgaben. Okay. Hast du dir gemerkt, wo wir irgendwie wohnen? Nee. Lass einfach fahren, bis wir links oder rechts eine Polizeistation finden. Das wird schon passen. Ich meine dann... Okay, alles gut, nichts passiert. Lass uns gar nicht drüber reden. Lass uns einfach nur schnell einen Donut holen und die Leute weggeben. Ein Beruhigungsdonut. Ja, aber die Strafe muss sein, dann kriegen die wenigstens mal ein bisschen Angst hin. Ah, da ist es hier links, ist es. Brighton Police. Mein Gott, wenn die aussteigen, haben die alle Nacken. Was? Wir können hier nicht rein? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das meint ihr jetzt nicht ernst. Oh Mann. Das ist super frech. Wie sollen wir. Wie sollen wir denn unseren Job machen, wenn wir nicht wissen, wo wir wohnen? Ich finde auch, die munden uns Polizisten wirklich zu viel zu. Vielleicht muss ich ja wirklich in deinem Auto oder so sein. Kriegst du nicht angezeigt, dass du die abliefern sollst? Weil ich krieg angezeigt. Ich krieg's angezeigt, aber ich weiß nicht wo. Mir wird halt keine Idee angezeigt. Aber du kriegst die Mission, okay, weil ich... Ja, lass mich nochmal versuchen, einzusteigen. Ja, geil! Perfekt. Okay. Auto lassen wir da wie ein verwundetes Tier. Ja. Das soll jemand anders erschießen oder abtransportieren. Oh. Okay, Tempomat an. Vor allen Dingen, warum kriegen wir keinen Fortschritt für Polizeipräsenz zeigen? Ich meine, wir machen das weil doch die ganze Zeit. Wir waren gerade nicht in der Area, wo wir es zeigen sollten. Area. Genau, wir sind wieder nicht in der Area, deswegen, ich glaube, wir können nur in das Revier, was in dieser Area ist, und ich weiß ja nicht, wo hier es gehen wir nach links, auf meiner Karte ist hier links ein Punkt. Hier. Ja. Ist der bei dir auch ein roter Punkt? Ja, aber ich sehe nichts. Ich sehe kein Revier oder so. Nee, hast recht. Citibank? Nee. Ich wieder zurück? Oh Gott, es ist so, als wäre ich irgendwie im Urlaub und ich suche das Hotel oder so. Hier ist 4431. Ich fahre zum Scheiße, Tatort. Alter, wir haben wirklich alles falsch gemacht. ja, okay. Den Tatort gibt's mal auch bestimmt hier irgendwo in der Mitte. Ich drück mal. Ich guck mal auf der Karte. Ja, genau, auf der Karte. Aber das ist jetzt nicht eingezeichnet. Okay, hier waren wir schon mal. Das ist dein Auto. Dicken. Streifenwagen. Wache. Die Wache wird nicht eingezeichnet. Ich glaub's nicht. Huch. Vielleicht gibt's ja online eine Map. So eine interaktive Police Simulator Map. Ich kann mich halt auch an nichts erinnern hier. Es kommt mir nichts bekannt vor. Links hier vielleicht? Checkt mir hier aus, ich sehe was Blaues. Ich frage mich, ob das ein Bug ist oder ob wir irgendwas falsch gemacht haben. Ob man noch vielleicht den Polizeicomputer irgendwas, nee, auch nicht, das einstellen muss. Aber normalerweise ist doch in jedem Stadtteil ein Revier, also... Ich fahre jetzt einfach die Straße mal kurz entlang. Ich glaube, der Fehler war, dass wir zwei auf einmal da reingesteckt haben. Aber schon bei der einzelnen Person meintest du ja, dass dir nichts angezeigt. Da wurde auch schon nichts angezeigt, ja. Ja, da passe ich durch. Alter, siehst du das Glas?
Ah, das ist ja geil. Vielleicht passe ich doch nicht durch. Okay. So, hier waren wir noch nicht. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Zum Parken, ne? Das, ja. Ich seh Ballons. Alle Ballons. Ja. Siehst du, wenn man an die Polizei denkt, denkt man an bunte Ballons. Ja. So muss es sein. Ah, endlich. Das sollten wir echt mal probieren im echten Leben. Mehr bunte Ballons. Ja. So, kommt's her. Verhaftete Person begleiten, wie geil. Wir kommen da rein wie Helden. Zeit für einen Aufenthalt. Jeder hat einen unterm Arm. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Schau mal, wir können sie dazu zwingen, dass sie knutschen. Ja, komm, hier, komm, ihr seid jetzt für immer zusammen. Ob das auch gilt als Belästigung? Die machen das doch unter sich aus. Das ist Teil der Bestrafung. Hätten sie vorher überlegen sollen. Bitte, Ladies first. Ah, auch im Knast. Weißt du, du kriegst die erste Zelle, du bist die Nummer 4. So, bitte bleiben Sie ruhig und kooperieren Sie. Oh, gibt's eine Zelle mit einer anderen Person schon drin? Haha, ach, geht leider nicht. Hätte ich die direkt da reingekriegt. Bitte bleiben Sie ruhig und kooperieren Sie. Tja, den haben wir aber gut weggebracht. Oh, tschüss, viel Spaß in der Zelle. Sieht aber auch voll in Ordnung aus da drin, weiß ich nicht. Ja, irgendwie, ne? Alter, was ist hier los? Was brauchen Sie? Hallo. Zurückgrüßen. Hallo. Hallo, Boden. Ist er bei dir auch im Boden? Ja. Hallo, Boden. Ich lass ihn mal. Die andere Person auch? Ey, das Spiel ist so kaputt. Grüßen ist gefährlich. Aber irgendwie auch lustig. Es war noch nie so, dass es wirklich gestört hat, finde ich, die Bugs. Ja. Oh, feig? Okay, gut. Aber deswegen mag ich auch solche Spiele. Ich erwarte ja auch nicht, dass die perfekt laufen. Das macht ja auch so einen ganzen Witz aus, dass sie eben nicht gut laufen. Das stimmt. Die überraschenden Sachen machen es aus. Ja. Wir fahren einfach weiter rum, ne? Sind wir im richtigen Gebiet? Genau. Muss es das Rote sein? Ja, alles, was rot ist. Okay. Da, genau. Einfach mal gucken, fährt jemand irgendwie blöd, so viel Abgase, Unterlicht. Genau, rote Ampel. Wie kann man den jetzt anweisen? Mit R. Frage ist, ob er hinter dir reagiert. Vielleicht musst du hinter ihm fahren. Guck dir das an. Kriegst du eine Info, dass er rechts abbiegen will? Ja, er konnte einen ordnungsgemäßen Stellplatz finden. Okay. Ich glaube, er hat ihn noch nicht gefunden. Ich glaube, oder sie möchte, glaube ich, rechts um die Ecke parken. Ist das so? Aber kann sein, check mal aus. Wenn du mit ihr nicht reden kannst, dann ist das so. Ah, die ist ja furchtbar. Okay, komm. Also diese ganze Mechanik ist noch ein bisschen so clumsy. Das müsste alles. Es ist natürlich auch schwer, glaube ich, zu programmieren, ne? Weil du echt viel diesem NPC so aufbürdest. Ja. Aber wenn ich den. Ich möchte jetzt hier wegen der. Ja, hier rechts parkt sie gleich ein. Da vorne, okay. Ja. Das machen wir noch schnell. Ich nehme das an, aber mit ihr kannst du ja noch reden. Ja. Komm, glaube ich, nicht raus. Ich beeil mich. Ja. Einfach schnell eine Verwarnung, weil sie ist hübsch. Ah, oh, ich kann nicht! Dieses dämliche Auto. Ich steck mal aus. Warte, du kannst es vielleicht machen. Was soll ich jetzt hier sagen? Bin ich weg. Ah, ja, die hat eine rote Ampel überfahren. Schön. Schreib sie auf. Rote Ampel überfahren. Angehalten, weil sie gerade über rot gefahren sind. Wie bitte? Es war hundertprozentig noch grün. Sie lügt, okay. Sie lügt. Ich wollte sie verwarnen, aber wenn sie lügt. Jetzt kriegt sie Ärger. Okay, ich sage, sie soll aussteigen. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Wenn Sie so frech sind, steigen Sie jetzt aus. So. Hände. Hoch. Was macht sie? Wo geht sie hin? Ich dachte, sie kann auch halt neben dem Auto stehen bleiben. Wo läuft sie denn hin? Okay. So. Fühlt sie sich nicht mehr sicher, dann ist keine Distanz mehr zwischen uns. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, soll ich schon mal zu dem leichten. Ach nee, der ist weit weg. Ich warte. Du weißt es auch nicht, ne? Wir haben den 21.05.2020. Ja, Ihre Versicherung ist nicht mehr gültig. Ah. Mhm. Rote Ampel. Hallo, diese Person schaut sich ständig um, steht bei mir. Ja, mach mal. Kümmer du dich um die? Versuch. Oder hast du die auch markiert? Irgendeine Person schaut sich ständig um. Gut, ich mach die. Ich warte. Nehm weiter. Ja, aber ich dachte, deine schaut sich um.
Ach so, das kann sein. Dann heißt es, ich darf die durchsuchen, oder? Wenn sie verdächtig ist, ja. Genau, wenn sie sich so verhält. Ich dachte, irgendeine andere Person macht das vielleicht. Mich hat nur jemand gegrüßt, aber das ist nicht verdächtig. Denn ich bin sehr beliebt in dieser Ecke hier, weil wir sorgen für Recht und Freiheit. Naja, nur für Recht. Sie hat nur eine Reinigung von der Wäscherei, so eine Quittung. Okay, kann ich ihr einen Verstoß? Fahrer? Kein Versicherungsschutz. Ja, ich verbiete dem einen gerade den Bürgersteig zu benutzen. Einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Dafür kriegt sie einen Strafzettel und weil sie bei Rot über die Ampel gefahren ist. So, gut. Das hat sie davon. Das hat sie aber ich wirklich. Ich werde sie nun mit einem Bußgeld zwischen 120 und 250 Dollar wegen Überfahrens einer roten Ampel belegen. Warum ist das so teuer? Naja, weiß ich auch nicht. Alles klar. Sonst können sie dürfen gehen. Schönen die Person Tag scheint wirklich traurig zu sein. Da kann ich ja nichts dafür. Wenn ich jetzt darauf achten würde, dann hätte ich ja gar keinen Job mehr. Augen auf im Straßenverkehr. Was soll man denn noch sagen? Ja. Sie hat das in der Hand, das Lenkrad. Eben. Lenkrad des Lebens. Ja. Okay, jetzt links rum, Alter, dieses Eiern. Jetzt gerade habe ich aber auch das Gefühl, dass das Auto ein bisschen kaputt ist. Nehmen wir den schweren Unfall. Ja, lieber oder? Den schweren, ja. Ach, das Autofahren hier nervt mich. Ich bin da einfach nicht gut genug für. Oh mein Gott! Ja, weil aber auch alle immer bei Grün fahren. Jetzt wollen sie, dass wir Polizeipräsenz zeigen. Ja, bei unserem Viertel haben wir schon alles voll. Das haben wir erledigt. Das ist nicht so schlimm wie jetzt. Unser Revier verlassen. Übrigens, so, da war auch eben noch ein... machst du oder so ich? Ja, ich mach die Hütchen. Das eine Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt, jetzt haut's einfach ab. Naja, gut. Okay, ich frage... Straßenabsperrung. Vielleicht habe ich vergessen, den Blinker zu setzen. Könnte sein. Cool. Nehme ich? Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich park mal kurz um, damit die Autos noch hier vorbei können. Ja, sie hat ein bisschen gebechert, aber nicht genug. Eher so Alkohol. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ach nee. Hä? Waren davor schon drei Verletzte? Nein. Verletzte? Habe ich keine gesehen. Ja, ich glaube, die Taxifahrerin. Der Unfall wird wieder größer. Ich muss mich beeilen. Versicherungskarte, bitte. Bitte ja, sehr, wenn man Officer. Ihn in Frieden lässt. Okay, 21. Die Straße ist gesperrt. Ablaufdatum 2019. Okay, also die Versicherung ist abgelaufen. Das ist doch gut. Verstoß bestrafen wegen. Ich kann nichts fotografieren. Ah doch. Ihre Schicht ist um. Warum immer, wenn es interessant wird? Ich muss Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld belegen. Na, kommen Sie schon, so viel? Oh, ja, so viel. Da ist sie ganz traurig. Sei mir lieber froh, dass ich hier nicht dich noch durchsuche. Alter, da liegen ja wirklich drei Verletzte. Wo haben wir denn ja, da schon... Ja, ich glaube, das war die Taxifahrerin. Wie rufen wir denn hier die... Die Polizei, wollte ich gerade sagen. Aber wie rufen wir denn hier jetzt einen Wagen? Krankenwagen? Die laufen nicht mehr. Das ist eine gute Frage, ne? Das müsste man eigentlich machen. Warte mal, kann man diese Zeugen hier befragen? Hallo Bürger. Hier, der arrogante Lackaffe ganz hinten. Der war wohl schuld. Oh, die Frau hat keinen Blinker gesetzt, steht bei mir. In Ordnung. Ich werde nur also schauen, mehrere, ob sie unter mehrere Schuldige. Ja. Ja, und was sagt die? Ich habe dich doch schon begrüßt. Warum willst du schon wieder eine Begrüßung? Okay, schon wieder die Frau ohne Blinker. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. In Ordnung. Und du so? Okay, aber die andere Frau hat scheinbar auch nicht geblinkt. Ich hätte gerne Ihren Führerschein. Die hat einen Behindertenausweis. Hat die denn überhaupt? Ich glaube, hier haben einige Leute Fehler gemacht. Okay, Officer. Bitteschön. Kann man das irgendwie checken, ob sie überhaupt, ob es erlaubt ist, dass sie einen Behindertenausweis hat? An ihrem Auto? Ich weiß nicht. Wenn, dann müsste es vielleicht am Führerschein nochmal dran stehen. Ich check mal. Ich weiß es nicht. Okay. Ablaufdatum. Okay, Officer. Bitteschön.
Du meintest, wir haben Mai, oder? Irgendwie sowas. Genau. Das letzte Mal hatten wir noch Mai. Sie hat keine Versicherung. Hast du sie dafür schon bestraft, die eine Frau? Eine, ja. Ja, ja, eine habe ich. Genau, habe ich schon einen Verstoß gegeben. Da war sie ganz traurig. Hier, der arrogante Fatzke dahin. Der ist es. Ich hatte es sehr eilig und war zu schnell. Ich entschuldige mich, Officer. Aber weiß ich denn... der Chat sagt, man soll im Computer auch immer nachschauen, wenn man die Person kontrolliert. Dann weiß man nämlich, ob das Auto geklaut ist. Okay, wir schauen nur nach, ob genau, sie unter Alkohol Genau, guck ich mal. Also, steht. Da bin ich. Da steht Fahrzeugdaten zum Beispiel, da stimmen die Namen überein. Aber... ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen steht. Ich sehe jetzt keine Info, ob sie eine Behinderung hat oder so. Parken auf Bußgeld, parken auf Behindertenparkplatz, hat sie bekommen. Aber sie hat doch angeblich einen Schein. Genau. Das ist ja, aber, cool. Aber vielleicht ist der fake. Hast du eigentlich alle Fotos schon gemacht? Alle, die ich finden konnte. Du kannst noch mal schauen, weil bei mir hat es nicht immer direkt reagiert. Ja, ja, das stimmt. Will ich das, aber den, das hat so ein bisschen muss Delay. Der Chat mal kurz sagen, darf ich ihr jetzt einen Verstoß geben? Oder hatte sie vielleicht mal ein Bußgeld bekommen, weil sie an dem Tag ihren Ausweis vergessen hat? Und deswegen... da hattest du noch einen kleinen Schaden übersehen. Aber okay. Das ist nicht schlimm. Ich bin ja da. Weißt du was? Wir testen jetzt mal. Verstoß bestrafen, Fahrer. Nee, das geht nicht. Ich habe geblinkt, ich bin gefahren. Ich habe nichts falsch gemacht. immer diese Aussagen. Ne? Das entscheidet der Richter. Nee, ich kann sie dafür gar nicht bestrafen, glaube ich. Fahrzeug? Doch, nee. Ja? Nee? Getönte Scheibenqualm. Was mich wundert, hier fehlen noch Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Aber warum? Dann gebe ich jetzt mal jedem den Polizeibericht. Mal gucken, ob das noch was bringt. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Ah, aber man kann sie ja bestrafen, dass sie keinen Blinker gesetzt hat. An sich. Aber ich habe ja keine Beweise. Ihr Unfallbericht. Ja, okay, genau. Das ist komisch, ne? Du kannst ich ja nicht nur. Ich teste es mal und dann schauen wir mal, ob wir Minuspunkte bekommen. Hier, Ihr Unfallbericht. Ja, das war falsch. Ja. Ja, irgendwie haben wir das, den Fall nicht gelöst, ne? Aber das ist dann halt so. Ja, ich würde sie dann einfach mal laufen lassen, weil... wie schleppt man die Autos nochmal ab? Auf das Auto klicken und dann steht da... Ich kann Rettungswagen rufen. Rettungswagen. Oh, gut. F auf den Boden. Jetzt hab ich's. F auf den Boden. Ich lass die jetzt gehen, oder? Wir haben die jetzt original einfach 10 Minuten liegen lassen, während wir unseren Kram hier gemacht haben. Ah ja, stimmt, da war ja auch noch 3 Angefahrene. Nein, das Spiel ist bei mir gecrashed. Nein! Bei mir auch. Ah, es crasht. Nein, unsere Schicht, wir waren zu Alter, gut. Alter, das war so eine harte Arbeit. Okay. Ja. Ich mach nochmal neu. Muss auch nochmal neu starten. Schade. Das wäre wirklich schlecht. Mein Chat ist deutlich besser in dieser ganzen Polizeikiste, als ich ständig sagen sie, ey, bei der ist noch hier, der Führerschein ist abgelaufen und die hat auf dem Bild blaue Haare und so. Also die sind hier echt... echt? Also nicht mit den Haaren, aber bei dem Rest sind die sehr erpicht. Darauf. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht haben die wirklich andere Fotos. Ich achte darauf nie. Nee, das glaube ich nicht. Ich krieg bei mir meine Tab-Leiste nicht mehr weg. Das ist ja ärgerlich. Naja. Okay, es gab Autosave, das ist gut. Der Fall des Jahres und dann Crash. Ja, oder? Ich muss mal gerade gucken, wie ich reinkomme. Hast du mich eingeladen? Moment, ich muss die Schicht beenden. Ich setze mich mal hin. Und dann kann ich dich, glaube ich, holen. Hey! Moment. Ah, wir waren noch eben an einem roten Gebiet, ne?
Und das ist wohl ein Gebiet mit hoher Kriminalitätsrate. Das wurde mir davon nicht angezeigt. Na gut, wir gucken mal. Mir ist alles recht. Ja. Ich bin dabei. Okay, wir wollen wieder mit dem Auto fahren, oder? Oder willst du rumlaufen? Ach, mir ist beides recht. Ich finde, mit dem Auto kommt man schneller zu den Fällen. Ja, sehe ich auch so. Oh, erst nachdem du einen Notruf angenommen hast, darfst du mit eingeschalteter Sirene fahren. Das wusste ich aber auch. Dachte, das ist so nach Laune. Also im echten Leben glaube ich das, aber im Spiel... Hallo zurück. Ich glaube auch im echten Leben, dass sie das nur dann dürfen, aber die, dass sie das nur dann machen, glaube ich nicht. Sag mal, ist direkt am Eingang eine Person mit Kufen auch? Wow. Ha. Nur am Foto. Der Kuchen liegt einfach so hier auf dem alten, abgelegten Sitzplatz. Naja, von mir sehr aus. Sehr schön. Ich würde ihn nicht essen. So ein Sitzkuchen. Okay. So, jetzt können wir wieder mit zwei Autos fahren. Ja, wir werden eh eins verlieren. Verbrecher festnehmen und transportieren steht bei mir. Hä? Ein Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Sag mal, kommst du nicht mal aus der Ausfahrt raus, oder wie? Okay, so, ja, dann einfach erstmal ein bisschen rumfahren jetzt. Meinst du, wir können für einen Unfall sorgen, damit wir mehr Arbeit haben? Ich habe das Gefühl, das haben wir schon gemacht in der Vergangenheit. Okay. So oft, wie wir unsere Dinge einfach nur irgendwo stehen lassen. So, mir ist übrigens letztens eine Geschichte eingefallen, wo ich tatsächlich schon mal Polizist gespielt habe. Oh ja? Mhm. Ich hatte damals als Kind das Mickey Mouse Magazin. Und da gab es immer so kleine Geschenke. Da war eine Polizeikelle dabei? Nee, da war ein Strafzettel dabei, so ein Block mit lauter Strafzetteln. Wie geil, hast du allen Leuten Strafzettel ausgestellt. Ja, ja, ich bin dann durch die Nachbarschaft gelaufen und habe Strafzettel verteilt. Liebe Mama, wegen zu lieb oder zu gut im Essen bekommst du nun einen, ja? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und da war dann aber auch das Mickey-Maus-Symbol oben rechts an der Ecke vom Zettel, also... Aber ich hätte eigentlich gerne mal die Reaktion der Leute gesehen, wenn da so ein Zettel dran hängt, dran klebt. Ja, das geht. Ab einem gewissen Alter geht das nicht mehr. Aber dann rufen sie wahrscheinlich wirklich die Polizei. Aber wenn du so ein kleiner Spund bist oder so, dann dann machen die wahrscheinlich sogar mit. Wahrscheinlich, ja. Geben sie mir Geld. Ja, direkt Bestechung. Und ab in den Knast. Also bei mir schon gerade jemand ist bei Rot über die Ampel gefahren, aber sie wurde mir nicht markiert. Deswegen habe ich es einfach mal probiert. Ey, diese Geschichten sind immer so schnell vorbei. Sind sie dann wirklich passiert? Wenn du über Rot fährst und kein Polizist kriegt es mit, ist es dann wirklich passiert? Vollbremsung! Aber du sollst nicht Vollbremsung sagen! Du sollst einfach bestenfalls gar nicht bremsen. Es ist Rot gerade gewesen. Okay, machen wir. Okay, sehr gut. Auch was Neues, schwere Körperverletzung. Wahrscheinlich liegt da jemand herum. Oh, kann ich den überholen und noch schnell links abbiegen? Ja. Boah, Alter, beinahe die arme Frau im blauen Kleid mitgenommen. Du fährst aber auch wirklich wie eine Wahnsinnige. Man muss es einfach sagen. Bitte? Oh, Moment. Ich bin da? Ja, ich bin falsch. So, Moment, hier, Straßensperre. Mit meinem Auto. Nee, ist es nicht? Warum sperre ich überhaupt die Straße? Alter, hier liegen die Leichen aber nur so rum. Ansprechen, Rettungswagen. Machst du? Okay. Müssen die vorher fotografieren? Nee, oder? Das ist nur für den Auffahrunfall. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ja, Officer, ich war da, als es passiert ist. Ich habe einen Zeugen. Ich kann mich noch an die Haarfarbe erinnern, Officer. Dann sag die Haarfarbe. Okay, ich nehme an. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Zum Glück habe ich das ganze Ding gesehen, Officer. Ich habe den Krankenwagen ausgesperrt. Ich meine, du musst übrigens für jeden einzelnen Rettungswagen rufen, ne? Habe ich gemacht, ja. Okay, wollte ich sagen. Gut.
ja, mehr hast als zwei denn, Zeugen. Hast du ein Bild bekommen? Er hat mir gesagt, wir wissen die Haarfarbe. Aber er hat sie mir nicht gesagt, deswegen weiß ich sie nicht. Weil ich sehe halt kein Bild. Ja. Ja, ich glaube, wir haben zu wenig. Also ich finde es auch komisch, weil wir wissen wirklich gar nichts. Ich glaube, es ist halt wieder verbuggt so ein bisschen. Weil ich ja, habe immer noch Verbrecher festnehmen und transportieren. Naja, wobei... Ja, der Typ das konnte mir nämlich auch was sagen. Ich rede nochmal mit dem. Ja, mach ruhig mal. Nee, jetzt sagt er mir nichts mehr, weil ich schon mit ihm gesprochen habe. Officer, ich brauche Unterstützung. Könnten Sie mir bitte helfen? Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich habe die Kamera noch in der Hand. Die packe ich hier weg. Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als Sie mir bitte Schmerz. Helfen? Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Ich möchte zur Brick and Mortar Bar. Näher anschauen. Können Sie mir sagen, in welche Richtung ich muss? Okay. Dann packe ich Dinge weg. Ja, ich kenne den Ort. Ich markiere Ihnen die Stelle. Alter, Brick and Mortar. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich gucke mich mal um. Warum sagt mir mein Charakter, ich weiß, wo das ist, und dann weiß ich es nicht? Ist doch voll dämlich. Ich habe ihn. Okay, ich habe ihn. Im Norden. Da müssen sie ganz schön laufen. So. Okay. Ja. Irgendwie holt die keiner ab, aber der Wagen steht ja da. Ansprechen. Ich glaube, wir können abhauen. Ich ruf nochmal ein. Da kommt er schon. Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ist jetzt mein Auto geklaut? Jetzt muss ich deinen Schrittwagen hier fahren? Autotausch! Autotausch! So, jetzt müssen wir wieder jemanden Taxi spielen. Knasttaxi. So, ja, wir wissen halt nur nicht, wie die aussieht. Vielleicht steht es irgendwie im Bordcomputer. So, hier steht Begegnungsbericht. Oh, das kann man nachlesen. Bla bla bla. Bericht in der Officer Mia Torres, Danny Lopez, das sind wir. Achso, wir müssen sicherstellen, dass die Leute die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Wir müssen wohl noch hier warten. Na, okay. Und sonst steht da nur, dass wir die Zeugen korrekt befragt haben. Das war's. Gut, die sind eingestiegen. Jetzt fahren sie weg. Jawohl! Schwerer Unfall. Folge mir! Alarm! Sirene! Die 1 drücken. Aber die 2. Oh, ist so langsam. Mach wieder die Verkehrshütchen und so. Du hast da schon so einen leichten Hütchenfetisch entwickelt. Ein Fetisch? Ich meine, wir arbeiten schon so lange zusammen, Chiara, und ich habe noch kein einziges Mal die Hütchen anfassen dürfen. Ich finde, du willst sie für dich haben. Au! Ich muss sagen, die Stadt an sich ist aber ganz schön, oder? Irgendwie für eine amerikanische Stadt sehr viele Grünzeug und Lauffläche. Das ist wahrscheinlich irgendwo im Osten Amerikas. Okay, warte. Mach hier gerade mal Licht aus. Wie so. Weißt du, wie ich einen Gegenstand wieder in meine Hosentasche stecke? Na, achso, auch wieder dasselbe nochmal. Also Winkerkelle ausrüsten oder Winkerkelle zurückgeben. Ah, zum Beispiel. Okay. So, ich mach die Leute. War vielleicht etwas schnell. Tut mir sehr leid. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Kooperieren Sie bitte, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. So, hast du schon Fotos gemacht? Also bin bist du dabei. Okay. Dann rede ich jetzt mal mit den Leuten. Ja, den vorne habe ich auch schon befragt. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Sie verstehen nicht, was passiert ist. Interessant. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte.
Ja, Officer, bitteschön. Diese da habe ich auch noch einen Zeugen gefunden. Diese Person ist sehr schnell gefahren, der ganz vorne. Angeblich. Okay. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. Bei der Frau scheint alles in Ordnung zu sein. Alles gültig. Okay. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Stimmt, ich muss auch noch eine Probe nehmen. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betroffen. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Ich habe ein bisschen was getrunken, aber ist in Ordnung. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Hast du den vorne? Okay, wir schauen nur nach, nee, ob den habe ich schon getestet. Scheiße. Ich habe bisher nur die Frau jetzt. Nee, ich habe den auch vorne schon gemacht. Der sieht so aus, als könnte er was gesoffen haben, auch weil er schuld ist, aber er hat nichts. So, dann checken wir mal. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Jetzt habe ich's. Bitte sehr, Officer. Das ist es, ne? Wir vergessen immer gerne noch Ausweis und Versicherungskarte. Ausweis ist abgelaufen. Bei wem? Bei dir oder bei mir? Bei mir. Und er meidet auch noch den Augenkontakt. Ich sag dir, we got a runner. Der wird jetzt gleich, der wird gleich abhauen. Bei mir ist Zulassungsstatus ungültig. Was ist das? Zulassung von dem Auto wahrscheinlich. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Dann Fahrzeug. So. Darf man die durchsuchen, wenn die nur nervös wirken? Ich glaube, wenn die nervös wirken, ja, wenn du einen Verdacht hast, darfst du das. Ich mal gucken, ob du Minuspunkte bekommst. Ich mach's mal. Der wirkt mir sehr nervös und traurig. Wenn da steht Zulassung abgelaufen, ist es dann das Kennzeichen, was abgelaufen ist, oder? Ja, ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, also das gibt ja nur Zulassungspapiere und der Führerschein. Und dann sind das dann Versicherung. Oder Versicherung meinst du, ne? Ist es wahrscheinlich dann. Nee, die Versicherung ist in Ordnung. Aber Moment, Zulassung, wie checkt man das ausführlich denn überhaupt? Beim Computer, danke, bei M. Ach! Ah, das ist, ja, das ist das Kennzeichen, 2019 steht da. Okay. Dann kriegt er noch einen Strafzettel. Also mit dem Computer, das habe ich noch nicht gecheckt. Ich muss sie mit einem Bußgeld wegen eines abgelaufenen Kennzeichens. Nee, wenn du mit jemandem, wenn du nach dem Ausweis fragst, drückst du M und dann, bei mir wird dann meistens die Map ausgelöscht. Okay, in dem Fenster. Ja. Ja. Okay, wir haben, finde ich, hier ganz gut Ärger gemacht. Ansonsten, ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ja, ich glaube, der hier vorne ist schuld. An meinen aktuellen Standort. Hier muss ein Fahrzeug. Aber der hat nicht wirklich, ich meine, was soll man machen? Ja, das das sollen die Versicherungen regeln. Wir haben Bilder. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Ich habe ein bisschen Durchsuchungs... Neid. Ich würde gerne mal ein Fahrzeug durchsuchen. Ich würde gerne mal jemanden finden, der wirklich was hat. Ich brauche immer Gründe, das nervt mich. Ja, ich frage mich, wann mal wieder diese Straßenkontrolle kommt. Das war richtig cool. Okay, wir haben entweder einen schweren Unfall oder Verbrecher. Verbrecher? Wie nehmen wir das an? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hinfahren. Ich glaube, wir müssen hier noch warten, bis es abgeschlossen ist, oder? Weil... Ich weiß es nicht genau. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Ja... Kommen die Abschleppautos? Mal kurz warten. Ich glaube, wir hatten nämlich mal das Problem, dass sie nicht abgeschlossen war oder so, weil wir haben weggefahren sind. Okay, das wollen wir nicht. Vielleicht hätte ich die Straßensperre noch da lassen sollen auf der einen Seite. Naja. Das. Aber was bringt denn die Straßensperre wirklich? Also du stellst die Hütchen auf und dann kommt keiner mehr? Oder? Also, ja, es gibt einmal die Straßensperre, das ist wie so eine tiefe Wand oder halt Hütchen. Weiß ich nicht, wo da der Unterschied ist, weil die können halt einfach da nicht durchfahren. An sich können wir natürlich die Straße auch mit unseren Autos sperren. So, sieht aber gut aus. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte nicht drei von diesen Wagen gerufen. Es dauert ja. Naja, aber die Autos müssen weg. Einfach an die Seite stellen. Ja. Ja, du, meinetwegen kannst du schon ein bisschen rumfahren oder so. Musst ja nicht warten. Ja, aber ich will jetzt auch wissen, ob es das wirklich eventuell... Aber weißt du, die Leute mit dem schweren Unfall, die warten jetzt auf uns. Und wir warten auf den Abschleppwagen. Das ist doch der schwere Unfall. Wir sind ja gerade da.
Du hast recht. Ja, das mit dem Verbrecher festnehmen ist das, was irgendwie verbuggt war, wo wir dann das Gesicht nicht gesehen haben. Ja, aber warum haben wir jetzt... Nee, wir haben nichts bekommen. Ja genau, weil das ein Auto muss noch abgeschleppt werden. Aber nee, es waren drei, oder? Sicher? Nee, hier steht noch ein Auto rum. Ach ja, da hinten. Ja, du hast recht. Das haben wir, glaube ich, da haben wir keinen gerufen, keinen Wagen. Ach so, weil hier fährt ein Abschleppwagen einfach dann vorbei, ohne ein Auto abzuschleppen. Ich guck mal. Nee, ich glaube, den müssen wir noch rufen. Okay. Hier passiert nichts. Also ich kann nichts anwählen. Ja, keine Ahnung. Ja, ich helfe dir. Was ist los? Ich suche Andres Bakery. Wissen Sie, wo das ist? Da hat man irgendwann gar keinen Bock mehr drauf, ne? Den irgendwie jetzt hier den Weg zu zeigen, ständig. Wo ist denn die Bäckerei? Siehst du hier in der Straße eine Bäckerei? Hab's gefunden. Okay. Das haben sie jetzt aber auch gefixt. Normalerweise wird es doch nicht angezeigt, wenn du neu in der Gegend bist. Ich glaube auch, ja. Ja, aber lassen wir das Auto jetzt geht hier, auch ne? nicht mehr. Ja, okay. Können wir nichts dafür, wenn der Abschleppdienst seinen Job nicht macht. Ja, finde ich auch. Da steht das halt so rum. Aber wir kriegen die Punkte irgendwie nicht so richtig. Aber vielleicht, wenn das... Ich gleich verschwindet. Bericht Fußgänger. Was? Ja, das war nur ein bisschen Hilfe hier. Ach so. Ah, siehst du, jetzt haben wir den Unfall endlich fertig. Callahan Financial Sector. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte Martin. Callahan Financial Sector. Wir kriegen es ja angezeigt wieder. Ja. Auf dem Radar. Gott sei Dank. Der hat Müll einfach weggeschmissen auf den Boden. Alter, es macht diese Straßen und das macht mich fertig. Okay. Umweltverschmutzung, Strafzettel. Die Person klingt wirklich wütend. Das ist doch nicht mein Problem. So, braune Hose. Ja. Braune Hose. Achso, braune Hose. Ja. Ist die Farbe. Ich dachte, die haben einfach zu lange mit dir interagiert. Angst bekommen. Hast du den schon gefunden? Ich bin noch am Fahren. Oh, bei mir ist er. Der ist einfach mitten auf die Straße gelaufen. Ich laufe hinterher, ich nehme die Verfolgung auf. Ja, ich warte nicht auf mich. Erschießen Sie mich nicht. Ich habe direkt die Pistole genommen, um ihn Angst zu machen. Oh, Handschellen. Hintergrundprüfung. Offener Haftbefehl. Jetzt habe ich sie nicht gefunden. Sag mal, alles hier ist gerade nur noch schlimm. Entschuldigung, ich komme nicht zu dir. Ich habe das Gefühl, als wäre alles... Wärst du gerade gegen alles, oder? Ist so eine Einbahnstraße, so eine vierspurige. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Du bist? Da hast du sie schon. Komm, ich mach ihn bei dir rein, da muss ich nicht so weit laufen. Hab ich auch was getan. Ja, gut. Achten Sie auf Ihren Kopf. Kannst vorne einsteigen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Tür aufgeht. Doch, geht. Ja, mein Chat meint, ich müsste mich auch selbst verhaften langsam. Das ist wirklich Zeit eigentlich. Wenn ich ein guter Polizist bin, müsste ich mich selbst einliefern. Schau mal, da unten steht, was wir sagen sollen. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie recht verstanden? Ja, dann scheiße. Wenn Sie einen furchtbaren Anwalt brauchen, werden wir Ihnen einen geben. Unfall in der Nähe gehört. Ja, du hast gerade einen Mann überfahren. Vielleicht ist das damit gemeint. Ach nee, hinter uns ist ein Unfall. Ernsthaft? Ja, bleib mal stehen. Da, ja, auf der rechten Seite. Ja. Ich park mal vielleicht noch ein bisschen weiter an der Seite, aber Achtung, aber Leute. Aber es ist nicht in unserem Revier, ne? Ja, aber es ist nun mal wichtig. Ich werde entlassen, wenn ich nicht zurückgehe. Tja, was kann ich nichts machen? Tja. Die Leute mich begrüßen. Yo. Wie geht's? Wo hast du denn geparkt? Das ist ein schöner Unfall. Du wirst entlassen, wenn du da stehen bleibst. Wo bist du überhaupt? Ich? Ja. Mir sagt niemand was, dass ich entlassen werde. Ich bin hier ganz
Foto machen. Du müsstest mich als gelbes Radar. Ach, ich war am falschen Ort. Ha, das passiert häufig. Ja, die Polizei ist überall. Ich bin noch ganz durcheinander. Okay, sie ist durcheinander. Und ich quatsch mit dem. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis. Ich bin noch ganz durcheinander. Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Mhm. Mit C öffnet man sofort. Ihre Schicht ist um, Officer. Das ist die doch gar nicht. Das ist ein ganz anderes Bild. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay, ich sehe das ja mit C. Sieht man den ganzen Kram. Okay, sehr interessant. Ist das die? Das ist ein anderes Bild. Vielleicht hat sie bei mir aber auch. Das ist bei mir aber auch so. Obwohl, einen erkenne ich. Ich erkenne die Leute, aber die sind irgendwie in der falschen Reihenfolge oder so. Ja, die sind in der falschen Reihenfolge. Die müsste eine blaue Bluse haben. So. Bin jetzt getestet. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Sie wird nicht angezeigt. Wenn ich diesmal keine Sterne bekomme, bin ich echt ein bisschen traurig, weil ich echt mir die Mühe gebe, hier alles richtig zu machen. Okay, ich check dir einfach mal nur Ella, weil hier irgendwie... Hier ist der Unfallbericht. Oh, da fehlen ganz... doch so Ach, einige Informationen, das wird schon passen. Gut. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich habe nicht den richtigen Moment gefunden, um den Bericht abzugeben. Das muss man erst ganz am Ende machen. Naja, den Bericht, den Unfallbericht meine ich. Das ist so doof, weil zählt das Abgeben auch zum Komplettieren? Weil dann sollte man. Wenn du es abgibst, dann ist glaube ich vorbei, ja. Ja, das kannst du auch nicht nochmal wiederholen. Also, ja. Sollte man erst machen, sobald die zwei Blöcke voll sind. Der Rest ist Bonus. Okay, die in der zweiten Reihe. Aber was willst du denn hier noch machen jetzt? Wir haben doch jetzt wirklich alles gemacht. Ja, irgendwie schon. Ist das die? Ich weiß einfach nicht, was ich hier noch machen kann. Tracer, ja. Aber warum ist ihr Bild so anders, wenn ich das checke? Das verwirrt mich. Ansonsten ist ja alles gültig. Modell Van. Ist das ein Van, was sie fährt? Kannst du mal ihr Kennzeichen checken von der Frau neben mir? Ja. Welche Nummer hat ihr Kennzeichen? Entschuldigung. Ich habe gerade noch was geschrieben. Aber ich gucke. Hinten ist gar keins. Vorne 2JLW71. Und das ist auch sicher ihr Auto. Hier weil muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Ihr Fahrzeug ist nämlich eigentlich 7U730. Ja, dann ist und das sie nicht eigentlich ihr Fahrzeug. Ein Van. Das ist dann nicht ihr Fahrzeug. Eintreffen. Eigentlich. Nee. Aber es kann natürlich auch ein Bug sein. Aber sieht nicht aus ich wie ihr Fahrzeug. Ich verachte sie jetzt einfach dafür. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Handschellen, Hintergrundprüfung. Gestohlenes Fahrzeug. Genommen, da Sie ein gestohlenes Fahrzeug gefahren ich habe Minuspunkte dafür bitte bekommen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Egal, wir haben trotzdem 400 SP-Punkte. Komm. Bitte, tun Sie das nicht. Ah, zu spät, ich habe es schon getan. Ja, heul leise. Oh, sie kriegt aber noch einen Bericht von mir. Nee, doch nicht. Nee? Doch kein. Okay, nee, doch. ging nicht. Okay, rufe ich mal einen Ach, ich habe da immer noch einen auf dem Auto hinten sitzen. Ach so, dann nehmen Sie doch direkt mit, oder? Ja. Dann nehmen Sie doch direkt mit. Ich hätte die jetzt einfach da sitzen lassen für die nächsten Wochen. Ja, Achtung, ich parke um. Bitteschön. Wenn wir eh schon auf dem Weg sind zum Revier, warum Das nicht? Fühlt sich so gut an, mit einem vollbeladenen Polizeiwagen quasi nach Hause zu fahren. Wie so ein Jäger. Sonst hätte man irgendwie so Freunde gefunden. Dann, nee, jetzt fahren wir zusammen, machen wir eine Hausparty oder so. Ey, wie unangenehm, du wirst so festgenommen und dann will der Polizist mit dir irgendwie so freundschaftlich reden. Ja. Oh, da ist nochmal eine Geldbörse, komm, wir lassen es, oder? Ach ja, das macht bestimmt irgendwer anders. Was ist denn mit dem Auto da passiert? Hm, schön. Alter, wie der um die Kurve fährt.
Bei 20 km/h ist der trotzdem noch in Schlingern geraten. So, 100 Meter noch. Hier, oder? Irgendwo? Nee, nicht laut ich Karte. Okay. Nee. Ja, ich muss schon. Der hier hat aber auch. Guck dir mal den Auspuff an von dir. Ach ja, klar. Ja, den können wir anhalten. Mach er. Soll ich? Ja, ja, das geht. Das geht. Wegen Umweltverschmutzung. Achso, der muss aber noch rechts ranfahren. Ne? Du musst Platz für ihn machen. Aber vor allen Dingen, wir qualmen genauso nach vorne. Ja, aber wir stehen auf der richtigen Seite des Gesetzes. So, reagiert er drauf? Ja. Er blinkt und fährt. Blinkt und fährt. Und parkt. Okay. Das müssen wir noch schnell machen. Genau. Mann, dabei wollten wir doch eigentlich nach Hause. Hier steht zum Opfer zurückkehren als Aufgabe. Ach so, der Diebstahl. Ja. So, Moment, was mache ich denn? Fahren. Geschwindigkeit, rote, Stoppschild. Nee, Moment, Fahrzeug. Qualmende Auspuff. Sie werden wegen Führens eines Fahrzeugs mit rauchendem Auspuff festgehalten. Was willst du? Ich dachte, das würde cool aussehen. Du bist besoffen. Tut mir leid, ich dachte, das würde cool aussehen. Du spinnst aber auch. Verstoß bestrafen. Fahrzeug. Ich belege Sie mit einem Bußgeld wegen klarer Auspuff. Ein NPC drückt mich immer weiter von dem Typen. Das kostet Sie zwischen 300 und 400 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld! Tja. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein. Aber besoffen darf man noch rumlaufen. Rumlaufen, ja. Ja, eben. In Amerika eigentlich? Bitte. Doch, nee, du darfst nur nicht trinken. Besoffen darfst du sein. Genau. Sieht gut aus. Sieht gut aus, okay. Dann gehen Sie mal weiter. Die Geschichte ist längst zu Ende, echt? Wurde uns aber nicht gesagt. Okay, wo müssen wir hin? Ja, ich habe eins. 160 Meter. Genau, das habe ich auch im Visier. Alter, das ist wirklich... Irgendwas ist an den Autos kaputt. Das ist doch Quatsch. Da ist einiges an unserem Auto kaputt. Ja, aber der kann ja nicht mal normal mit 20 um die Kurve. Okay, so. So sieht aber auch das Auto von hart arbeitenden Polizisten aus, finde ich. Da weiß man, die haben was gemacht. Ja. In dem 80er Jahre. Es ist Zeit, sie in die Zelle zu bringen. Ja. Simultan. Guck mal, Chiara. Fast simultan haben wir die abgeführt. Und. Und no kiss. Ach, wir wären so gute Polizisten, ey. Niemand könnte uns was. Ich stelle mir vor, wie wir GTA-Roleplay machen würden. Und dann führen wir Leute ab und machen genau das. Ja, verlockend. No kids. Es ist verlockend, die Macht auszunutzen, ja. Ja. Nee, nicht in die Zelle, da ist ein Kuchen drin, kriegt er nicht. Bitte bleiben Sie ruhig und kooperieren. Ja, das... Ja, genau, er kommt in die Kuchenzelle. Ich will auch in die Kuchenzelle. Ja, aber das mit dem Auspuff, auch in meinem Chat sagt es auch gerade, das gibt es ja tatsächlich, ne? Diese Leute, die sich ihren Auspuff so modifizieren, dass der maximal qualmt. Das ist echt, ja, die Amis sind crazy einfach. Das heißt Rolling Coal. Da treffe ich, kenne da so eine Doku dazu, da treffen die sich dann immer und zeigen sich gegenseitig ihre Schmutzmobile. Ihre Schmutzmobile. Ja, es ist auch wirklich ekelhaft. Okay. Wenn ich jetzt wieder keine Punkte kriege, dann liegt das daran, dass du das Spiel gestartet hast, glaube ich. Dann kann nur derjenige Punkte bekommen. Aber dann hättest du ja nie Punkte. Ja, das stimmt auch, ne? Verhaftete Personen gewahrsam nehmen war ein Fehler. Das war dein Ding, oder? Das war, glaube ich, bei dem Aber Unfall. Aber ich glaube, das trennt voneinander, oder? Also ich habe Strafe für verlorene VP 110, minus 110. Aber bei mir steht irgendwie nichts mit Minus bei der Zusammenfassung. Krass, du hast minus 110? Das ist ja voll schlimm. Bei VP. Verhaltenspunkte gesamt habe ich minus 55. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Kram. Verhaltenspunkte habe ich minus 15. Es geht. Bisschen Strafe. Und ich bin wieder nur 7 von 30. 8 von 30. Okay, immerhin. Ah, das liegt... Kannst du mal eine andere Location kurz auswählen?
Einfach mal eine ja, andere. Nee, nein, ich meinte. Oh, was ist das jetzt? Ist ja viel. Okay, ich sehe ja nur. Ich weiß nicht, ob ich das sehe, was du siehst. Aber eben gerade, als du einen anderen Location ausgesucht hast, haben sich meine Sterne verändert. Deswegen war ich da gerade unklar. Wahrscheinlich, okay. Also Melting Pot ist der Ort, wo wir sonst die ganze Zeit waren. Da haben wir 7 von 10 Sterne. Ich dachte nur, dass die Sterne vielleicht abhängig sind von den Orten. Deswegen. Aber ich glaube, ich habe einfach jetzt meinen 8. Stern bekommen, endlich. Ich würde zu Melting Pot gehen, da gibt es nämlich noch Pot heißt das, okay. Verkehrskontrolle. Und das finde ich gut. Okay. Neue Schichten verfügbar, neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Das ist ja alles rot hier, seitdem wir hier nicht mehr unterwegs waren. Ist das Verbrechen ja richtig floriert. Floriert, auf jeden Fall. Tja. Tagsüber oder nachts? Jetzt ist ein neuer Sheriff in der Stadt. 2 sogar. Was machen wir denn? Verkehrsstreife ist das hier? Ja, machen Verkehrsstreife, ne? Bei Nacht, da ist immer richtig viel los. Hey, die haben ja auch... Achso, ich glaube, das ist einfach ein Ingame-Ding. Wahrscheinlich gibt es das Spiel ein Jahr lang. Ich dachte, das ist vielleicht nur so ein Revier, eine Revierfeier, aber auch hier. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, ja. Ist auch richtig. Dafür kann man schon mal eine Woche entwickeln, dass die jetzt alle Kuchen essen. Ja, muss ja auch jemand bauen alles, ne? So eine Animation. Ja, okay. Stimmt. Eigenes Auto, es ist toll. So, wir sollen hier überall Präsenz zeigen. Die Frage ist, ob wir jetzt mal kurz getrennt voneinander fahren, damit wir auch wirklich überall Präsenz zeigen können. Es sind 5 Stadtteile oder 6. 5. Ja, ja, ist natürlich, macht nicht so viel Spaß. Aber hast recht, sollen wir wahrscheinlich machen. Sag mal, gab es schon immer eine Ego-Perspektive aus dem Auto? Ja, die könnte man anschalten, ja. Mit V, oder? Ist eigentlich ganz geil. Siehst ja auch da den Radar, den Polizeicomputer. Das Auto, bei Rot. Ja gut, dann trennen wir uns einfach auf. Ich akzeptiere und du kannst hin, oder? Oh, es ist die Ampel rot. Ah, ich habe einen Unfall gefunden. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Biegt er jetzt noch ab? Ja, ne? Gut. So. Fahrzeug. Fahrer. Rote Ampel. Tja, hast nicht geschafft. Jawohl. Oh, schön mal alles aufnehmen. Vielleicht habe ich vergessen, den Blinker zu setzen. Könnte sein. Habe ich jetzt schon Straftat gegeben oder habe ich ihr nur gesagt, warum ich sie angehalten habe? Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Gut, Sie können jetzt gehen. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Aber was bringt uns herauszufinden, dass die Leute wütend sind? Ich meine, das ändert ja nichts an unserem Leben. Nö, das macht vielleicht sogar Spaß, wenn du weißt, hat das wenigstens auch was gebracht. Diese Person ist überraschend abgehoben. Das ist eine unsichtbare Wand. Das ist immer so weird, wenn sie auf die Person hinter sich deuten und sagen, diese Person ist überraschend abgebogen. Du denkst so, hä, aber du bist doch vorne ihm. Was genau reden Sie bitte? Wie ist der Unfall überhaupt zustande gekommen? Um zu sehen, ob sie betrunken sind. Ja, das ergibt eigentlich alles gar keinen Sinn. Oh Gott! Ich habe das Gefühl, es ist auch immer sehr random halt so zusammengewürfelt, die ganzen Sachen. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Oh, Notfall. Ich könnte theoretisch hier jetzt direkt weitermachen. Wollen wir zum Notfall? Hier ist Ihr Unfall. Können wir machen, soll ich akzeptieren? Okay, ja. Bist du fertig? Ja, ja, danke, akzeptieren. Ich muss nur kurz dem Typen Strafzettel geben. Ja, ich mache hier auch gerade dasselbe. Er hat einen Auspuff, alles verqualmt. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Fahrer, danke, Officer. Fahrzeug. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Das ist, finde ich, verdächtig, dass er mir sofort zustimmt. Strafzettel. 300 bis 400 Dollar dafür? Wow, Alter. Bin ich froh, dass ich Polizist bin. Ja.
Ja, habe ich auch nicht gedacht, dass es so teuer wird. Gut laufen lassen. Ey, diese Autosteuerung ist für mich eine Pein. Einmal lenken, sofort an der Wand kleben. Und bin unterwegs. Ja, ich auch. Ich fahre da auch hin. Hä? Bin ich schon da? Das heißt, es ist vielleicht so in die andere Richtung. Ich fahre jetzt einfach hier entlang. Ich bin so froh, dass es keinen Ärger gibt, wenn man das Auto kaputt macht. Ey, jetzt mal ernsthaft, das wäre doch richtig schlimm. Ja, das stimmt. Du kannst hier nicht normal fahren. Das ist ein Raubüberfall. Ah. Ja, ich dachte, wir hätten einen Unfall angenommen. Ja, da kommst du ja lang. Suchst du den Ort noch oder wann bist du da schon fertig? Ich glaube, wir haben zwei verschiedene Sachen angenommen. Echt? Ich laufe in dieses Rote. Ich fahre in Richtung Rot und da sagt er mir 100 Meter. Aber du kommst wahrscheinlich also, jetzt von der anderen Seite. Ich habe einen Tatort. Diese Autos. Ich brauche ein anderes Auto. Das hier, das geht nicht. Hä, was ist hier? Hier will ja keiner. Das ist ein Tatort. Hä? Also das GPS ist auch so ein bisschen verwirrend für mich gerade. Also du bist, glaube ich, richtig gefahren. Ja, aber hier ist nichts. Ich glaube, wir wurden... Das war so ein Telefonstreich oder so. Hier ist ja, ein Tatort eines Raubüberfalls. Vielleicht sind die alle schon weg. Ja, normalerweise stehen ja Zeugen da. Ich muss mal kurz jemanden bestrafen wegen Umweltverschmutzung. Hier stehen doch Zeugen. Zwei an der Busstelle, einer an dem Snack-Stop. Jetzt sind sie plötzlich da, nachdem ich einen Strafzettel verteilt habe. Okay, krass. Aber keiner hat was gesehen. Bei mir zumindest. Ich schau mal. Der sagt, wer das... Also er weiß, wer es ist. Was, sind wir am gleichen Ort? Ja, ich bin direkt auf der anderen Seite gewesen. Aber mir wird schon mal kein Gesicht angezeigt. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen doch, haben? Jetzt. Vargas. Ich weiß, was die Person anhatte. Also, wir haben Betbeth Vargas mit einer braunen Hose. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich glaube, ich habe ihn gefunden und er versucht, er will Hilfe von mir. Ich freunde mich mit ihm an und tue so, als würde ich ihm sagen, wo die Bäckerei ist, nach der er sucht. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Dann verhafte ich ihn. Ich meine, die Person war asiatisch. Und die Bäckerei ist die Straße runter. Ich glaube. Aufklärung einer Situation erforderlich. So, wie heißt er? Vargas, ne? Ich schaue schnell seinen Perso an. Muss ich beeilen, damit wir es akzeptieren können. Beeil dich, schnell aus der Tasche holen jetzt. Ich bin dabei. Das ist er nicht. Der heißt Butler. Müssen wir nicht bestätigen? Hier ist 4561. Ah, da ist er. Ich übernehme die Körperverletzung. Achso, haben wir die verdächtige Person für den Fall schon gefunden? Nein, nein, aber die können wir jetzt suchen. Weiß natürlich nicht. Ah, ja. Du bist hier am Untersuchen. Ich dachte, okay, war er das ja, nicht? Ich dachte, er wäre es. Nee, ja, der sah auch ein bisschen so aus. Was? Entkommen? Oh, Mann. Oh, Mist. Ja, aber der sah wirklich genauso aus eben. Okay, das war's wohl. Dann patrouilliere ich einfach noch ein bisschen weiter. So, wo sind wir denn? Bei Landing sind wir ja schon durch. Da haben wir Präsenz gezeigt. Also ich bin jetzt gerade wieder in einem roten Bereich. Das ist ja wohl richtig. Ja. So, schön langsam fahren. Hier hat jemand blöd geparkt. Ich schaue jetzt mal auf der Karte. Gut, Northpoint haben wir jetzt auch fertig. Jetzt ist es noch Chester und Historic Downtown. Historic Downtown ist im Süden, Chester im Norden. Da können wir beide, einer von uns, dann gehe ich in den Süden. Teilen wir uns schön auf.
kein Respekt vor der Polizei haben. Wer hat denn diese Straßen gebaut? Nicht so, dass man schnell von A nach B kommt. Irgendwie kann ich die Map nicht öffnen. Ich weiß gar nicht, wo was ist. Wenn du stehst und M drückst, das ging bei mir auch nicht beim Fahren. Okay, kann ich eine Wegmarkierung machen? Ja, cool. Ich kann hier nicht abkürzen. Das ist ein Witz. So, ich gehe jetzt Richtung Downtown, glaube ich, oder? Oder gehe ich zu... Also du musst in den Norden. Da ist zumindest Chester. Oder eins von beiden. Chester. Wo ist Chester? Achso, ich bin bei Alcombe. Da müssen wir auch hin. Also irgendwas habe ich an meinem Auto kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass das Handling von dem Auto so ist. Ups. Was hat er nochmal gemacht? Warum? Hat er vergessen zu blinken? Wir standen da. Oh oh. Oh oh. Ich bin mir sicher, dass er vergessen hat zu blinken. Aber ich könnte fragen, wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Dann verrät Sie es mir vielleicht. Ja klar, weil ich eine Waffe dabei habe. Ja. Okay. Ich bin jetzt... Du bist ja schon wieder da, wo ich bin. Ich dachte, du gehst nach Chester und ich gehe... Ich dachte, du gehst zu Downtown. Ja, aber Downtown ist im Süden und Chester ist im Norden. Ist egal, wir sind ich so oder so. Ich bin bei Alcombe, oder nicht? Ist ja auch richtig, ist ja okay. Ich war einfach nur verwirrt. Aber linken mündliche Verwarnung. Oh, keine Zeit für Notfälle, ich muss rumfahren. Aber bei Chester haben wir noch nicht. Ja, nehmen wir auf, oder? Hast du ihn? Okay, egal. Ja, habe ich aufgenommen. Moment, Chester ist aber wieder im Norden jetzt. Okay. Nee, sorry, das musst du alleine machen. Mach ich. Weil ich habe hier wirklich. Ich bin jetzt endlich im Süden angekommen. Ah, sein Scheinwerfer geht nicht. Mann, hier gibt es so viele Dinge, die ich bestrafen könnte. Das ist richtig schlimm. Wenn du so einen inneren Monk hast, das ist, auf jeden Fall, das ist definitiv kein Job für dich. So, dann patrouilliere ich mal. Stadt, du kannst dich sicher fühlen. Ich bin da. Wenn ihr das Quietschen meiner Reifen hört und das Scheppern, wenn ich wieder irgendwo gegen die Ecke fahre... Dann wisst ihr, ihr seid sicher, Bürger von Kretschmerhausen. So. Gut, bin angekommen. Scheint nicht schwerer Unfall, sieht mir jetzt aber nicht so schwer aus. Ah, die ist besoffen, sieht doch jetzt schon. Es passiert heute nicht viel. Zu wenig. Aber eigentlich ist es so ein entspanntes Game, wenn du auf nichts Anstrengendes Bock hast. Ja, ich finde das voll angenehm. Das macht total Bock. Es ist halt irgendwie Arbeiten. Also es ist gemütliche Arbeit. Mit ab und zu mal Erfolgserlebnissen. Aber ich würde, eigentlich hast du ja den besten Tag hattest du, wenn du nichts hattest. Als Polizist. Stimmt. Aber. Ja. Ja, wir sind ja neu. Wir wollen ja Action haben. Ja, wir sind der typische Rookie-Cop. Genau. Okay, habe ich alle Fotos gemacht? Ich glaube schon. So, reines Rumfahren dauert schon eine ganz schöne Weile, bis man da den Balken voll hat. Das passiert nicht viel. Ja, ich gucke halt dann nebenbei, ob da noch Autos parken. Ach so, du hast recht, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Irgendwelche parkenden Autos aufgeschrieben. Das kann man mal machen.
Scheiße. Ha! Und direkt das zweite Auto gefunden. Er sieht halt einfach aus wie Peter Parker aus Spider-Man 3. Mit seiner Frisur. Versicherungsstatus ungültig. Eieieiei, das geht aber nicht. Ärgerlich. Kokainbesitz. Trinken in der Öffentlichkeit. Ladendiebstahl. Was? Warte mal, Versicherung, ne? Habe ich gerade gesagt, ist ungültig. Ah, teilweise weiß ich nicht, wo man hier noch parken darf. Parken, no parking, 12 bis 4. Darf man kurz vor einem Fußgängerüberweg parken? Nee, das oder? Darf man nicht. Besondere Haltezone, Position, Ausrichtung. Ach, ich weiß, ich traue mich nicht. Ich weiß zu wenig und traue mich nicht, ihm Zettel zu geben. Okay, schon mal. Er hat nichts getrunken, aber die Frau, die ist sowas von besoffen. Und der andere hat auch Drogen genommen. Das nein. Ist ja beide unter Einfluss. Okay. Verhafte dich, weil du Amphetaminen genommen hast. Valid, valid. Oh Mann, alle parken sie richtig. Gut. Und jetzt jawohl, sie. Ich hab einen. Chiara, ich sag's dir, der ist sogar in der Abschleppzone. Perfekt. Der hat direkt vor der Abschleppzone geparkt, der Wahnsinnige. Da kannst du dich aber schon mal verabschieden von deinem Penisersatzmobil. Das wird abgeschleppt. Ich liebe es. Bei der Frau ist ja alles ungültig. Zulassungsstatus, Versicherungsstatus. Sie kriegt erstmal Strafzettel und dann kommt sie in den Knast. Und das Abschleppen. Das Parkensknaben-Überweg darf man nicht. Ach so, ja, das stimmt. Können Sie mir einen aber das läuft ganz schicken? Gut. Ich mache Downtown, du machst Chester. Wir kommen stetig in die grüne, in den grünen Bereich. Das stimmt, ja. Ja, für mich war es jetzt am Ende das Aufschreiben. Das hat viel geholfen. So, das kriegst du. Dann kriegst du noch ein... Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte dir noch einen Startteil geben. Auch den Ausweis nicht. Für was habe ich hier eben einen Strafzettel gegeben? Kennzeichen, ne? Okay. Und sie hatte keine Versicherung, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Nichts ist befriedigender, als parkende Leute aufzuschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist toll. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, oder? Das ist total spannend. So ein kleines Erfolgserlebnis, wird auch niemand verletzt, außer vielleicht die Geldbörse von dem Falschparker. Und jeder hatte das Problem, dass er genervt ist von Leuten, die falsch parken. Also, alles richtig. Parko abgelaufen, oder? Ja. Gut, sie ist besoffen. Die kommt jetzt auch mal mit. Ich gewinne. Nee, doch nicht. Du führst. Ich gewinne? Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier... Klein vor, aber du hast jetzt gerade extrem Gutes gemacht gerade. Du hast gerade ein paar Punkte gemacht. Scheiße. Bin ich überhaupt? Bin ich Chester? Ist Chester. Okay. So, Moment, du kommst mit in mein Auto. Nimm die jetzt auch direkt jetzt alle auch mit. Jetzt auch noch parken auf einem behinderten Platz. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Euch ist alles egal. Ein Sündenfuhl ist diese Stadt. Die müsste man komplett einmal in Knast stecken. Wie Gotham einfach. Ja, es ist wie Gotham. Einfach ein Zaun drumrum und... Ja, wir sind grün! Jetzt haben wir nur noch L-Kombi. Gleichzeitig. Toll. Gut gelaufen. Und L-Kombi? Jetzt muss ich erst mal schauen, was ist denn L-Kombi? Das war West-Südwest. Ich wollte West-Süd sagen. Warum sagt man nicht West-Süd? Kann man doch auch machen. Ja, aber Westen ist schon mal richtig. Achso, auch wenn ich sie verhafte, soll ich ihnen einen Unfallbericht geben. Steigen sie nochmal aus. Ich glaube, jetzt zu spät, ne? Ich kann nicht mehr mit ihr reden. Zu spät.
Stadtführer. So, das schleppen wir jetzt ab. Ich glaube, ich bin in El Combi angekommen jetzt, ja. Okay. Du such noch schnell ein Auto aus Neugierde, weil da jemand mit Drogen unterwegs war. Lässt mich noch mehr. Für später, weißt du? Ja, ist okay. Ich guck hier weiter nach Falschparker. Und er hat ein Springmesser und eine Handfeuerwaffe, okay. Ah, gleich doppelte Verklagung. Verklagung. Das wird auf jeden Fall eine gute Runde hier. Ich glaube, wir werden hier gut Punkte kriegen. Ich glaube auch. Ihre Schicht ist um. Nein, wir haben doch noch El Combi. Wirklich. Wir haben noch zu tun. Die Gauner schlafen nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich checke nur ab, dass sie noch das Auto wirklich mitnehmen. Und vielleicht hatte der Typ ja auch einen Waffenschein. Das weiß ich gerade nicht. Das war genau das. Ah nee, der hat einen Waffenschein. Das ist okay. Dann darf er ja eine Pistole haben. Würde so cool finden, wenn du Radio anschalten könntest im Auto. Ja, so ein bisschen Unterhaltung wäre nicht schlecht. Hä? Wieso habe ich jetzt denn... Das verstehe ich. Ich habe gerade Minuspunkte bekommen, dabei habe ich eigentlich Falschparker korrekt aufgeschrieben. Der ist bestimmt, der kennt den Bürgermeister. Aber hast du ihn aufgeschrieben oder hast du ihn direkt abgeschleppt? Nee, abschleppen mache ich bei einer Parkour nicht. Ah ja, okay. Sondern das ist nur bei Halteverbot. Ja. Dürfen Polizisten Radio hören? Stimmt. Ach, wahrscheinlich. Ja, ich schreibe die auf. Ja, ich habe den, glaube ich, aufgeschrieben, obwohl er da hätte parken dürfen. Das war einfach ein Fehler. Von meinem Zettel. Von deinem Zettel? Ja. Der Stift war irgendwie falsch. Okay. Ja, wir müssen jetzt wirklich nochmal El Combi machen. Bist du denn schon da? Ich inhaftiere gerade die Leute hier und dann bin ich auf dem Weg. Ich glaube, das war schon ganz... Ah nee, du bist ja in Beautiful Landing. Okay. Ich habe die Hälfte von El Combi, aber es fehlt noch. Mhm. Wir können nicht nach Hause ohne. Für die volle Punktzahl. So, ich hole noch schnell den Typen und ja, ich finde das irgendwie viel cooler, die Leute selbst abzugeben, anstatt so ein Auto zu holen. Ja, aber es dauert. Was du in der Zeit an Ungerechtigkeiten verhindern könntest. Ja, an sich hätte ich die auch mitnehmen können zu dir. Dann sehen die auch mal so einen Polizeiansatz, was wir so am Abend so machen. Ach, woran kann man die Zeit erkennen? Wo ist die Zeit? Eine Uhr? Ah, okay. Ich sehe halt keine Uhr. Okay, siehst du eine Uhr? 9 Uhr, ja, wenn du M drückst. Ach so, okay. Dann siehst du die 9 Uhr. Nimm ein anderes Auto, das ist schon ein bisschen demoliert. Die Frage ist, lohnt es sich noch zu dir zu fahren? Wo bist du denn? Ja, ich bin hier in El Combi immer noch. Ach da, wo bin ich? Weit weg. Krieg ich hin. Sirene an. Irgendwie gar keine Fahrzeuggeräusche mehr. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder ob das schon immer so war. Ah, nö, ich hab welche. Also ich hab nur die Sirene, aber ich hör meinen Motor nicht. Falsch aufgeschrieben. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Ob echte Polizisten auch so nach Hause gehen und sich dann ärgern, dass sie irgendwen falsch verurteilt haben oder irgendwas falsch gemacht haben. Generell falsch. Ich glaube. Montag 8 a.m. bis 12 noon. A.m. ist morgens, oder was? Ja, ja. Shit, das war der Fehler. Warum bin ich mal da? Das ist ein zu gesetzestreues Stadtgebiet hier. Das passiert einfach nicht. Wahrscheinlich die Reichen. Ja, ich denke auch. Gerade denen müsste man eigentlich mal... Ja... Zettel. Ah, da bist du ja. Siehst du, so treffen wir uns wieder. Oh, warum hallo. Ist denn dein Auto so neu?
Ey, ich habe mir Neues geholt. Der ist Falschparker hier. War ja gerade am Revier, haben ein paar Leute abgegeben, direkt ein neues Auto geholt. Doppelt Falschparker, kriegt direkt zwei Zettel von mir. Ich glaube, der steht. Komm, ich probiere mal was. Ich glaube, du stehst zu nah am Fußgänger. Falsche Richtung. Gut. Die Schicht ist längst zu Ende. Das ist mir egal. Ich finde auch. Ja, hat jemand Müll weggeschmissen. Ich hab's gehört. Wenn Polizisten langweilig wird, wirklich. Ich hab's irgendwo. Strafzettel, Umweltverschmutzung. Es kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt in diesem letzten kleinen Stadtteil keinen mehr finden, der es verdient hat. Will denn keiner mal was klauen oder so? Wird unser Balken überhaupt größer? Er wurde hier und da ein bisschen größer. Okay, schauen wir mal die fahrenden Autos genauer an. Die Minimap ist nicht mehr rot. Warum fahre ich jetzt die ganze Zeit rückwärts? Okay. Ja, wir sind trotzdem hier noch richtig. Kriegen bestimmt noch unseren Bonus. Es geht nicht. Wir kriegen keine Punkte, weil die Schicht zu Ende ist. Zumindest glaube ich, dass mir das jetzt schon ein paar Mal gesagt wurde. Immer wenn ich was mache, kriege ich so ein Text, die Schicht ist zu Ende. Bei mir auch. Aber vielleicht ich dachte, dein Balken wäre auch groß. Ich dachte auch, dass der größer geworden ist. Aber es ist auch leider nichts mehr rot auf der Karte. Also auch auf dem GPS nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Nee, der Balken bleibt gleich. Ja, ich habe jetzt mal geguckt. Meine Hand dran gehalten. Ja gut, dann Feierabend. Scheiße. Na gut. Das war so knapp. Ah, das Fahrzeug hat keinen Blinker. Wo? Da. Ich hab's. Das ist es jetzt. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Der Taxifahrer? Ja. So, wenn wir dafür jetzt keine Punkte kriegen, dann war's das eben. Oh, Fahrerflucht! Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Gut geschaltet. Sehr schön gemacht. Was macht man da jetzt? Nee, ist okay. Jetzt kannst du ihn nur holen. Er hat von mir Respekt. Aber der ist schon abgehauen. Eigentlich müsste man da was machen. Gibt's bestimmt. Verhaftet, Fahrerflucht oder so. Fahren, was hatte er nochmal gemacht? War es die rote Ampel oder kein Blinker? Scheiße. Ich hab's auch vergessen, was du gesagt hast. Ich mach mal keinen Blinker. Ich habe sie angehalten, weil sie ihren Blinker nicht korrekt gesetzt haben. Nein. Ich blinke immer, Officer. Ich blinke immer. Wenn jemand an der Bushaltestelle parkt, sollte man die eigentlich schon abschleppen dürfen, oder? Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ah, der Chat sagt auch Blinker. War das schon richtig? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ah, dies rechtfertigt das Abschleppen des Fahrzeugs. Gut, dann schleppe ich ab. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. So, dann fahre ich schon mal ins Büro. Ah, oh. Drogeneinfluss, der alte Kiffer. Tja, 4.20 Uhr morgens ist auch. So, was mache ich jetzt mit dem? Durch Handschellen. Oder erst Verstoß bestrafen. Genau, erstmal bestrafen. Warte mal. Yes. Da gibt's keinen Verstoß scheinbar. Achso, ja, dann direkt verhaften. Fahren unter Drogenkonsum. Genau. Am Steuer, okay. Cannabis am Steuer. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Wir kriegen keine Punkte dafür. Was? So, und dein Auto lasse ich abschleppen.
Ein Auto muss abgeschleppt werden. Einfach Sie mir nur einen so, um dich zu gängeln. Aktuelle Position? Verhaftete Personen begleiten, das machen wir, oder? Ja, wir müssen ja eh zum Revier. Macht das gerne. Siehst du, den hätten wir jetzt nicht gekriegt, wenn wir einfach Alles so... Alles klar, bleiben Sie ruhig. Ja, wir müssen einfach nach Hause gefahren werden, ja. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Lasst euch das eine Lehre sein, ihr Menschen, die ihr pünktlich nach Hause wollt. Okay, das haben wir. Dann hauen wir jetzt ab, ne? Genau, ja. Ich muss meine Markierung wegmachen. Ich glaube, wenn wir umdrehen, würden wir mehr schneller. Aber gut, ich fahre dir hinterher. Hier ist einer 200 Meter entfernt, ein ja. Revier. Ihre Schicht ist bereits seit einer Weile um, Officer. Kehren Sie umgehend zur Waffe. Ich hasse dieses Auto. Es fährt einfach nicht gut. Macht das ja nicht absichtlich, aber es ist einfach nicht zu fassen. Ich glaube, jetzt hier links. Ich glaube, ich bin falsch. Wir müssen, die Arbeit sagt, wir sollen weg. Wir sollen nach Hause. Können wir uns nicht drum kümmern, leider. Ah, da ist es ja. Perfekt nice. Eingeparkt. Das hat gut geklappt. Okay, jetzt holen wir den ab noch. Leider nur ein. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Ich habe mein Ziel erreicht, steht bei mir. Ich mache die Tür auf für euch. Danke. Oh, so. In die Kuchenzelle, wenn er Drogen genommen hat. Der hat bestimmt Hunger. Bleiben Sie vorerst hier. Das ist keine Kuchenzelle. Was? Ach, was? Ich dachte, da wäre der Kuchen drin. Munchies. Guck mal, du kriegst sogar, wir haben ein bisschen. Mann, wir haben es noch nicht ganz. Es ist zum Kotzen. Da ist schon eine Frau in der Kuchenzelle und die Polizisten stehen davor und essen auch vor ihr Kuchen. Und sie redet mit der Wand. Haha, ja, ich seh's. Der verschmäht die einfach so den tollen Kuchen. Also, wir haben es fast, aber ich meine, jetzt ist egal, oder? Ja. Schade. Guck mal, der ist ja wirklich nochmal vergrößert. Ja, der hat sich nochmal vergrößert. Jetzt kommt wohl doch irgendwie... drauf an. Das ist nicht mein Platz. Was man da macht. Das ist mein Platz. Ständig sitze ich woanders, das irritiert mich. Ich glaube, du sitzt an der Wand hinten an diesem Einzeltisch. Ah, ich hätte so gern auch noch jetzt die Punkte. Naja. Okay. Wie weit sind so, wir? Was haben wir geschafft? Was haben wir bekommen? Ich habe minus 17 Verhaltenspunkte. Ach, ich hätte den Abschleppdienst nicht anfordern können. Okay. Also ich hab echt? Jetzt am Ende, oder was? Beim Parken. Nee, ich habe einfach beim Parken, als wir getrennt waren, habe ich ein, zwei Sachen falsch gemacht. Wir haben leider Punkte gekostet. Okay, ich kriege tatsächlich erst in 800 Punkten kriege ich meine Stufe 8. Hast du denn zwischendurch schon mal gespielt? Oder warum hattest nee. Du... Das ist ja, warum hast du denn 10 und ich gar keinen? Da muss ich beim letzten Mal echt was falsch gemacht haben. Wahrscheinlich. Also wenn du noch eine kleine Streife hast, würde ich die noch machen. Ja. Danach muss ich los. Ich wollte halt mal gucken, wo der andere Stadtteil ist, aber irgendwie komme ich da nicht mehr zurück. Naja gut, egal, dann machen wir hier. Willst du dann 15 Minuten machen? Weniger geht nicht. Ja, lieber eine kleine Runde, genau. Einmal 15 okay. Minuten geht noch und dann muss ich leider mich vorbereiten, um nach Hause zu fahren. Alles klar. Aber es war auf jeden Fall schön und gerne wieder, sobald hier mal wieder, sobald wir uns vielleicht zwischendurch nochmal hochgelevelt haben und nochmal ganz andere Sachen machen können. Ich weiß ja gar nicht, was hier überhaupt passiert. Also. Ja, deswegen wollte ich eigentlich zum neuen Stadtteil, weil dann gibt es ja noch Graffiti, weiß ich nicht, Künstler, Ach, wolltest du jetzt gerade und... Irgendwie konnte ich aber nicht in die anderen Stadtteile, deswegen. Okay. Ja. So, dann nimm doch du jetzt mal das große Auto. Ja, ich weiß auch nicht. So ein Rafa mit der Radarpistole. Ich bin ehrlich, ich mag diese Aufgabe nicht. Wollen wir schnell eine andere machen? Ja, wie machen wir die? Ich gehe einfach nochmal meinen Ach so. Platz. Einfach ein bisschen früher Feierabend. Ja, ist okay. Ich mag die auch nicht. Okay, ich glaube, das geht nicht.
Oder? Kannst du dich wieder hinsetzen? Die Polizei kann sich's nicht aussuchen. Außer sie will Kuchen essen die ganze Zeit. Das geht. Wir brauchen einen Officer für eine Verkehrskontrolle. Siehst du? Eine Verkehrskontrolle, das finde ich gut. Das ist cool. So, ja, dann machen wir einfach unsere Hauptaufgabe nicht, sondern nur Downtown. Die Verkehrskontrolle und so. Ja. Ja, okay, da fahren wir hin. Ah, bin unterwegs. Okay, ich fahre jetzt und werde kein einziges Mal irgendwo anditschen. Okay, ja, ich habe es auch geschafft. Knapp, aber ich habe es bisher geschafft. Ich fahre echt gut. Ah, kein Blinker. Kann man davon überhaupt die Sirene aktivieren für eine Verkehrskontrolle? Doch. Ich meine, es ist ja kein Notfall. Ja, wenn du willst, dass jemand anhält, musst du das machen tatsächlich. Ja. Naja. Oh, auch kein Blinker? Ich glaube, es war kein Blinker. Ich habe sie herausgefunden, okay, weil sie nicht geblinkt haben. Parke? Ja, tut mir leid. Ich war in Gedanken. Oh, sie gibt es zu. Das finde ich gut. Da kriegst du direkt von mir... Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. ...eine Verwarnung und gut ist. So, ich glaube, man braucht so ein Schild für die Verkehrskontrolle. Das hast du ja mit Tappen in deinem ja. Inventory. Weil hier ist keine Ahnung, hier fehlt niemand entlang. Ach, da kommt einer. Komm, fahr zu mir. Wenn du auf dem Weg bist, hole ich direkt ein Auto noch für dich raus. Nee, okay, dann komme ich jetzt. Wollte eigentlich gerade so einen Blinker. Ah, jetzt habe ich sogar Minuspunkte bekommen. Egal, was soll ich machen? Verkehrskontrolle. Wir haben keine Zeit. Ja. Ich komme. 500 Meter noch ungefähr. So, da fragt, ob irgendwas nicht stimmt. Sieht freundlich aus, aber er hat mir auch okay sein. Okay. Waffenschein? Nein. Mhm. Hier türig. Das ist aber eine gute Straße, um so eine Messung hier zu machen. Zumindest, ach, bist du das mit den Hütchen? Ja, okay. Hütchen? Ach da so. Stehen diese Hütchen. Moment, ah, hier wurde geklaut. Ich muss aussteigen. Hilfe! Dieb! Warum müssen die hier gerade, warum fahren die nicht weiter? Ist es rot? Okay. Ja, Moment. Hilfe! Dieb! Okay. Ich hole hier gerade noch eine Geldbörse. Alter, der haut ab aus dem Bezirk. Das kann nicht dein Ernst sein. Polizei! Stehen bleiben, sofort! Polizei! Stehen bleiben, okay, das sofort! Ist irgendwie Quatsch hier. Das okay, dann wird jetzt getasert. Halt! Hände hoch! Ach, schießen Sie mich nicht, bitte! Ja, Glück gehabt. Pimmelkopf. So, Verstoß, Diebstahl. So, Ihr Auto ist schon dreckig. Brauchen Unterstützung, wer ist verfügbar? Kann ich... Es wäre cool, wenn man das irgendwie, wenn du annehmen könntest und dann machst du halt die eine Aufgabe und ich mach die andere. Würde irgendwie mehr Sinn ergeben. Die ist besoffen, ich sehe es doch. Die wackelt rum. Hier ist 443 festgenommen, da sie einen Diebstahl begangen haben. Es gibt bitte tatsächlich Brieftaschendiebstahl als Grund zu festnehmen. Ich musste das einfach tun. Ah, ja. Ich habe mich nicht unter Tatort Kontrolle. Musst du auswählen vorher. Das ist der Klaustrophobiker. Nee, heißt das denn eigentlich Klaustrophobie? Wie heißt das, wenn du Sachen klauen musst? Wenn du das, Kleptomane. Kleptomane, genau. Er hat wirklich gerade gesagt, er ist mehr oder weniger, es ist ein Zwang für ihn. Ich kann nichts dafür, ich bin Kleptomane.
Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Okay, ich weiß nicht, was ich mit dem Hinweis einfangen soll, dass die Person, die ich gerade untersuche, sehr selbstbewusst scheint. Ja, der hat Freunde in hohen Positionen. Musst du vorsichtig Ausweis sein. Ausweis und Versicherung. Gerötete Augen? Ah, oh, steigen Sie mal bitte aus dem Auto. Schon wieder so einer. Okay, wer hat denn jetzt hier seine Geldbörse? Da ist doch gut, halt's Maul. Nimm die Scheiße jetzt. Bitte nehmen Sie Ihre Geldbörse. Das war sehr gute Arbeit, Officer. Das sah aus wie eine Verfolgungsjagd aus einem Film. Ich werde nicht direkt auf den... Wie? Negativ? Was? Der Alkohol? Naja, vielleicht Allergien. Auch kein Alkohol? Hä? Warum wird mir dann gesagt, dass sie gerötete Augen hat? Ja, sie kriegt auf jeden Fall für andere Gründe einen Strafzettel. Ganz komisch. Soll ich denn irgendwas Pylonen oder Straßenabsperrung oder... Nee, ne? Braucht man das? Nee. Ich glaube, ein paar Autos fahren irgendwie gegen die eine Absperrung. Wenn man da vielleicht eine Straßensperre ein bisschen weiter vorne macht, ein paar Meter. Na, Moment, jetzt werde ich hier erstmal... Das gibt einen Strafzettel. Okay, und wie kann man die jetzt dazu bringen, dass sie... Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ist sie jetzt geweint? Ach, deswegen hat die rote Augen weh, weil sie geheult hat. Versicherungsstatus. Also das mit den Fahrzeugen habe ich nicht gerafft. Du musst deinen Hebel, dein Schild hochheben. Ach so, die Winkerkelle. Wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ja. So viel Geld habe ich nicht. Gut, scheinbar können sie dann gehen. Ich kann die anbewegen und warten. Laufen lassen. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Gut. Na, er will aber einfach nicht. Ich kann ihn jetzt nicht. Warte mal, vielleicht bis die Frau weggefahren ist. Ah, ja, der fährt sich weg, macht sogar das Fenster hoch. Geil. Und jetzt kann sie dahin, wenn sie will. Hoffe ich doch, wenn sie mal losfahren würde. Ich Wie ist das parke denn jetzt? Mal mein Auto. Ich habe sie eigentlich herausgewunken. Verstoß bestrafen, unerlaubte Straßenüberquerung. Ah, okay, jetzt geht's. Soll ich dir auch nochmal einen rauswinken? Ja, ist ja super. Können gehen. Okay, habe ich. Oh. Fahrer. Perfekt. Routinekontrolle, bitte kooperieren Sie. Wie kann ich helfen, Officer? Der Fahrer konnte mich nicht sehen. Ich bin ja wohl sehr gut zu sehen. So, jetzt. Klar, bitte sehr, Officer. Abgelaufener Ausweis, das gibt's doch nicht. Aber Organspender, aber trotzdem abgelaufener Ausweis. Nun, Verkehrskontrolle. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was kann ich tun, um zu helfen, Officer? Was kann ich tun, um zu helfen? Zeigen Sie mir Ihre Fahrzeugpapiere, bitte. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Die ist zu nett. Irgendwas verbirgt sie. Auch noch besoffen, abgelaufener Ausweis und besoffen. Das ist ja furchtbar. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay. Ist es deine Person, die nervös ist, oder meine Person, die nervös ist? Meine. Okay. Ja, eigentlich kein Grund. Sie können ja nicht gehen. Auf Wiedersehen. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen 75 und 100 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Kann ich die eigentlich noch rausholen? Okay, und jetzt wirst du auch noch verhaftet, meine Dame, denn du bist besoffen gefahren. Ich muss Sie festnehmen, wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, ein Van! Bitte, Officer! Der hat bestimmt kriminelle Dinge. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Gibt nicht genügend Parkplätze. Verstanden. Wir schicken
Die erste Person, die ich hier rausziehe, hat direkt alles auf einmal genommen. Ja, Walk of Shame. Und dein Auto schleppen wir ab, weil das hier nicht stehen kann. Wir haben ein Stauproblem. Ein Auto muss ab. Ja, es liegt auch daran, dass hier einfach jeder Dreck am Stecken hat. Eine aktuelle Position. So, ich hole mir den nächsten. Ich glaube, du musst sie erstmal durchlassen, damit der Abschleppwagen dahin kann. Ach so, du hast recht. Ja, der kommt ja auch von da. Hey Partner, ich habe gerade in deiner Jetzt ist der Dude einfach weitergefahren. Ich glaub's nicht. Hey. Hey Partner, ich werde die verdächtige Person direkt in Haft nehmen. Beeilen Sie sich, meine Schwester ist ich bitte so langsam. Sie zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Ja, begleite sie jetzt. So, ich winke mal alle raus. Ah, ich glaube, aber steht bei dir nicht, dass da kein Parkplatz verfügbar ist gerade? Doch, bei mir steht, konnte einen ordnungsgemäßen Stellplatz finden, aber es dauert wahrscheinlich noch, bis sie dahin fahren können. Darf man das eigentlich immer einfach so machen, sagen, oh, Polizeikontrolle? Was macht mir am meisten Spaß? Ich finde es am coolsten. Es ist, weil man häufig schon in der Situation war, kann man es endlich mal heimzahlen. Aber ich war da auch noch nie nervös, weil eigentlich immer alles cool war. Ey, die fahren einfach, das macht mich irre, die fahren einfach alle vorbei und halten dann nicht an. Ach doch, hier um die Ecke, schau mal, die halten um die Ecke an. Es sind da schon 10 Autos jetzt um Da die stehen Ecke. Tatsächlich schon 2 Autos, ja. Ich weiß gar nicht. Okay, einer davon ist meiner. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich glaube, wir sind sogar durch mit dieser Aufgabe. Leider. Ja, aber die macht ihr Bock. Kann man die einfach weitermachen? Ja, oder? Ich zieh die einfach jetzt alle raus hier. Ja, warum nicht? Man, die sind ja auch schon... Ja, hast ja recht. Der Tunnel ist ja schon gebaut. Oh, das Auto ist jetzt stehen geblieben, was ich... Okay, fahre. Ach nee, aber ich kann jetzt nicht sagen wegen Verkehrskontrolle, wegen Routinekontrolle. Ja, kann ich nämlich auch nicht mehr. Aber wir haben schon einen schweren Unfall. In Chester. Ja. Wo hab ich den geparkt? Da. Chester ist im Norden. Oh Gott, ich habe Menschen überfahren. Hier, das Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Ja, es war bei mir. Ich bin dran vorbeigefahren. Nee, also ich habe hier eins vor mir. Ach, du hast auch eins. Also die kriegen dann immer den Pfeil. Keine Zeit, du kriegst einfach schnell eine Verwarnung. Sie ist ja super weit weg. Ich habe noch 800 Meter vor mir. Ich blinke immer. Sie müssen sich irren. Aha, auch noch Talking Back. Dann gibt's erst recht. Ja, weißt du, die nicht meckern, die kriegen quasi eine mündliche Verwarnung. Aber wenn er mal sagt, ich blinke immer, gibt's direkt einen Zettel. Ja, offensichtlich nicht. Du diskutierst Warum nicht ist das mit so mir. Teuer? Ich bin das Gesetz. So. Gut. Diese Person klingt wirklich wütend. Dann weißt du, du hast deinen Job getan. Oh, ich bin angekommen. Straßensperre. Stopp, bleiben Sie alle stehen. Noch kommen, ich komme noch schnell zu dir. Ja. Den Unfall machen wir noch. Kann ich jetzt nicht ignorieren, was wären wir denn für Polizisten? Oh, schon, es tut mir leid, Feierabend, ich kann mich nicht mehr drum kümmern. Ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen nicht blinkenden Gesetzesübertretern aufgehalten. Es tut mir leid, aber das muss sein. Ich musste sie herauswinken, weil sie nicht geblinkt haben. Doch, ich habe geblinkt.
Okay. Zeig mal. Das gibt einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. Ihr Profil existiert nicht bei der Frau, die ich gerade nach dem Ausweis gefragt habe. Oh, die ist so aus dem System raus, ne? Die ist wahrscheinlich Geheimagent. Denke ich mal. Aber, ja, beim Bild steht Wanted. Was hat das zu bedeuten? Ja, dann ist die auf jeden Fall gesucht. Halt noch, ist sie gesucht oder hat die noch nie ein Verbrechen begangen? Das geht nicht. Das gibt es gar nicht. Ich habe davon gehört, aber ich glaube nicht, dass es existiert. Okay. Aha. Diese Person klingt verärgert. Warum denn? Wenn das passiert, hat sie den gefälschten Ausweis. Ah. Okay. Interessant. Ich tue mal so, als würde ich das nicht merken, damit sie sich in Sicherheit fühlt. Okay. Ja, ich lasse sie mal kurz stehen. Ich muss den Bericht noch fertig machen. Mhm. Endlich komme ich zu dir. Alter, was ein Weg. Okay, Ausweis abgelaufen. Gib erstmal einen Strafzettel. Warte mal, Fahrzeugausweis oder welcher Ausweis war noch abgelaufen? Einfach nur Ausweis, okay. Hast du schon Fotos gemacht oder soll ich das machen? Fotos habe ich noch nicht gemacht. Geil, ich kann was tun. Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Ja, ist ja so. Man will ja auch helfen. Wirklich? Das ist viel Geld. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Mhm. Und jetzt auch mal Drogen. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Okay. Vielen Dank, dass Sie kooperiert haben. Jetzt noch die da. Oh, die ist besoffen, das sehe ich ja an. Die fährt sogar mit Sonnenbrille, damit man sie nicht ansieht. Deswegen bin ich so schnell gefahren. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. Oh, die Frau, mit der du sprichst, das ist die, die Fake-Ausweis hat. Du kannst dir direkt Handschellen anlegen. Okay. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Bitte kooperieren Sie während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob sie betrunken sind. Okay, die ist besoffen, muss ich sagen. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer, bitteschön. Bitteschön, Officer. Den nehmen wir mit, oder? Dann auch direkt. Aber woran weißt du, dass ihr... Bei mir steht, ihr Profil ist nicht verzeichnet. Okay, also... Weil sie kein Profil hat. Okay, aber als was kann ich sie... Halt. Ja, ja, nur das habe ich hier gar nicht als Option, ne? Müsste eigentlich da sein bei wahrscheinlich mit Handschellen. Der Führerschein, gefälschte Versicherung, gefälschter Personalausweis, sagst du? Genau, genau. Ich muss sie festnehmen. Ihr Führerschein ist gefälscht. Hätte ich ohne Bitte dich jetzt nicht Bürgersteig. Gelernt. Führerschein oder Ausweis? Was sie machen Führerschein. Also ist ja dasselbe, oder? Hier. Ja, wahrscheinlich schon. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Okay, krieg erstmal einen Strafzettel. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Ach Moment, aber du kriegst noch deinen... Ah doch nicht. Wir kriegen ja noch so einen Unfallbericht. Ja, Unfallbericht kriegen wir auch noch, ja. Alles klar. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Irgendjemand hat was gestohlen? Und ausführlich ja, im Hintergrund sehe ich gerade die Person rennen. Eine Frau im blauen, gelben Kleid. So. Jetzt noch Handschellen. Sie sind betrunken gefahren. Sie sind daher verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Ah, da, ich sehe jemanden rennen, ja. Nein, bitte nicht, Officer. Ha, wie dumm, ey. Die rennt direkt zu uns. Ey, stehen bleiben. Ach, du hast... Die Kollegen sofort stehen bleiben. Dachte, wenn sie sich bewegen, schieße ich! Und vielleicht schieße ich auch, wenn sie sich bewegen. Nicht bewegen. Okay, so, du bist jetzt mal hier genau... durchsuchen. So schön und schon so kriminell.
Wollte wahrscheinlich die Uni damit bezahlen. Strafbrief und gestohlener. Wie geht das denn? Okay. Ich muss hier dann können wir die andere Person gehen lassen. Bitte ne, gehen Sie auf den Bürgersteig. Ich hätte schneller laufen sollen. Ich hätte schneller laufen sollen. Das ist kein gutes... Das ist einfach nicht... Das ist nicht das Learning, was du daraus hättest jetzt ziehen sollen. Naja. Oh, ja. Ich lasse mal die ganzen Autos abschleppen. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Ey, wo kriege ich raus, wem das jetzt geklaut wurde? Ich glaube dem Typen hier, wo ich stehe. Da, wo du hinläufst? Ja, der da. Super, geil. Du hast einen hier Hut? Hier ist Ihre Geldbörse. Gott sei Dank waren Sie da, Officer. Ja, war das so eine Mütze? Das stimmt, ne? Seit wann habe ich eine Mütze? Alles klar, hier ist Ihr Bericht. Du siehst anders aus. Vielleicht habe ich die bekommen einfach. Kann ich mal deinen Ausweis sehen? Heißt du noch Torres? Bist du noch mein Kollege? Ja, ist schon ein bisschen, ne? Er hat auf jeden Fall jetzt, er hat die Mütze auf. Mütze ist du? Komm, ich fahre mit dir. Nee, ich habe keine Mütze. Das ist schon komisch. Vielleicht, wenn ich einen Zopf habe? Aber wir haben wieder mal gute Arbeit geleistet. Es ist so, 95 Cop-Points. Können nicht lügen. Und ich habe immer noch nicht meine 9er-Punkte, meine 9 Sterne. Das geht jetzt gegen Ende ganz schön, dauert das ganz schön lange. Ja, oder? Und du müsstest mittlerweile ja auch bald mal 11 sein, oder? Das stimmt, ja. Achso, hier links irgendwo ist ein Revier. Ich habe schon wieder gehört, dass jemand... Ist das dein Auto? Ja. Danke fürs Vorbeibringen. Okay, wo muss ich denn hin? Bin ich dran vorbeigefahren? Ist das hier rechts? Ah, die Taste über Tab ist es. Okay, mal schauen. So. Ich hab eine Mütze. Ja, und wo ist die her? Hast du die? Die Taste über Tab. Da ist dann die Mütze. Deaktivieren. Das ist ja krass. Okay, Moment. Ja! Ist ja wirklich so. Das ist ja geil. Ich nehme mich richtig ernst. Also eine Mütze sollte man schon haben. Wenn ich Feierabend habe, setze ich die ab. Toll. Ein weiterer erfolgreicher Tag. Okay. Und die fressen sich immer noch voll mit dem Kuchen. Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss sie noch schnell in ihre Zelle bringen. Gehen Sie rein. Ich habe plötzlich graue Haare bekommen. So, kaum war ich im Revier drin, wurden die grau. Das ist ganz komisch jetzt. Okay, das haben wir gemacht. Oh, da haben wir nochmal schön Punkte gemacht für den Unfall. Sehr gut. Vielleicht so. Dann doch jetzt ein neuer Stern. Mal gucken. Minus 6 Punkte, ist ja nicht so schlimm. Nicht viel, nee. Plus 5. Ich habe einen Stern jetzt bekommen, 8 von 10. Ganz kurz vor der 8. Für Melting Pot. Mhm. Ja. Okay. Ganz kurz davor. Okay, das war, wir sind hier, wir erobern uns so langsam, aber sicher, diese ganze Stadt. Haben wir denn beim nächsten Mal, hätten wir dann neue Aufgaben oder ist es jetzt... Wie gesagt, diese Graffiti-Geschichte haben wir noch nicht gemacht. Wir sind halt gerade im alten Stadtteil. Ja. Und ich muss mal gucken, wie wir dann wieder zurück zum anderen kommen. Spätestens mit 14 Dienststernen hätte man dann ja die Möglichkeit, oder? Also ich habe 8, du hast 11. Wahrscheinlich brauchen wir beide 14. Bei mir steht 11 von 14, ja. Genau, da können wir nämlich schön offene Streife fahren. Also wenn du dann noch ein paar Mal spielst, dann können wir das endlich machen. Können wir einmal nochmal offene Streife fahren. Aber von den Updates haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen eigentlich, oder? Außer die Hütchen. Ja, das sind halt hauptsächlich diese Verkehrssachen, glaube ich jetzt. Also ich müsste nochmal durchlesen, was genau hinzugefügt wurde, aber es nennt sich halt Verkehrsupdate. Also ich glaube, es ist halt das gewesen. Na gut, auch nicht schlecht. Muss ja nicht alles immer fancy-schmancy sein und irgendwie actiongeladene John, Wick. John Wick-Action.
Genau. Manchmal muss man auch einfach nur die Kelle hochhalten und viel mehr muss man gar nicht machen. Wir haben das schon 7 Stunden gespielt. So lange hätte ich nicht mehr auf der Polizeischule überlebt. Insofern danke. Oh, mir steht jetzt 8,9. Ja, da fehlen noch ein paar Stunden, glaube ich. Ja, mal gucken, was noch kommt. Ich bedanke mich jetzt. Ich schicke dir gerne noch meine Leute rum. Dann könnt ihr mit alles Chiara noch ein bisschen Action machen. Was gibt es bei dir noch jetzt? Ich spiele gleich um 19 Uhr mit ein paar anderen Streamern Fall Guys. Und da kann die Community dann teilnehmen, wenn sie schnell genug und der Lobby joinen. Okay, das ist gut. Ja. Da schicke ich dir alle vorbei. Dann habt noch viel Spaß. Und komm, ja, gut heim. Beim nächsten Mal. Machen wir weiter. Jo. Alles klar, hau rein. Bis dann, tschüss. Ciao. Ach ja, wundervoll. Jetzt muss ich hier gerade nochmal Discord ausschalten. Aber ansonsten war das wieder mal sehr erfolgreich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die ganze Geschichte hier. Quit Discord. So, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist auch wirklich ein interessanter Titel, auch wenn er natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, ist das falsche Wort. Es ist eher Meant Just Giggles. Moment, habe ich jetzt was? Habe ich jetzt? Ich dachte, sie hat oder hat sie iGiggles auf Twitch? Meine Güte. Nee, Just Giggles. Aber warum finde ich sie da nicht? Da ist sie. Okay, da ist sie. Okay, ihr kommt jetzt alle nochmal zu Chiara. Die wird sich sehr darüber freuen, wenn ihr Hallo sagt. Geht mit ihr noch ein bisschen auf Streife, beziehungsweise seid dann um 19 Uhr dabei, wenn sie gleich noch was anderes spielt. Und ja, ich kann euch dieses Spiel, offen gesagt, nur empfehlen. Es ist noch nicht ganz fertig. Es ist ein bisschen dröge und langweilig, aber in dieser Langeweile steckt irgendwas drin. Irgendwas ist da, was Spaß macht und einen doch jetzt schon nach 7 Stunden immer wieder hinzieht. Und es ist dann sowas Banales, Blödes wie Verkehrshütchen. Dass man dann sagt, okay, ich probiere es nochmal. Ich will dieses Verkehrshütchen ausprobieren. Und wie man sich freut, wenn man jemanden bekifft erwischt. Es ist einfach wundervoll. Ich schicke euch jetzt zu Chiara. Ihr könnt den Raid jetzt beginnen. Ihr könnt jetzt einfach reingehen und dann gleich mit Chiara zusammen. Sie hat es auch eben gesagt, ne? Was spielt sie? Ich habe es vergessen. Aber sie ist auf jeden Fall heute noch dabei. Ja, dann schicke ich euch dahin. Und beim nächsten Mal, wenn wir die grüne Minna sausen lassen. Grün, ne? Gibt auch nicht mehr. Heute ist blau, der Scheiß. Ne? Früher war es die grüne Minna. Der große, wenn der VW-Bus ankam. Wo man dann auch mal 5 oder 6 Punks reinstecken konnte. So, ich wünsche viel Spaß jetzt mit Chiara und wir sehen uns morgen wieder dann aus Berlin. Jetzt fahre ich los. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Soho. Oho. Damit haben wir das jetzt alles wieder mal beendet. Wir sind fertig mit diesem kleinen Video. Es hat mir Spaß gemacht. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Ich halte mich natürlich auch ein bisschen immer, ich richte mich immer ein bisschen natürlich auch nach den Klicks und nach den Leuten, die dann sagen, ja, das ist geil. Und manche sagen auch, nö, das war jetzt genug. Wenn ihr eine Meinung habt zu Police Simulator, wie heißt das? Moment, wie heißt der Untertitel? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Patrol Officers, wenn ihr das gut findet oder wollt, dass wir es nochmal spielen oder demnächst ein besseres Update rauskommt, wo man den Polizeihelikopter kriegt oder endlich den Panzer, den ich seit Jahr und Tag fordere. Jeden Tag bin ich beim Captain, sag, wir brauchen den Panzer. Die Leute hören nicht mal mehr. Ich hupe die an, die fahren nicht mal an die Seite, die fahren einfach knallhart weiter. Dann, selbst mit Elektroschocker, rennen die vor mir weg. Was ist denn los, Captain? Wir brauchen jetzt die Panzer. Und vielleicht gibt es sie ja dann irgendwann. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, mir das zu sagen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den restlichen Videos. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Ihr kennt das Prozedere. Aber wir sagen es ja nicht zum Spaß. Das ist ernst. Wir müssen überleben. Und das geht nur, wenn wir ganz viele Kommentare, Daumen hoch und Abos kriegen. Ansonsten werden wir weggeklagt von YouTube. Und dann dürfen wir gar nichts mehr machen. Und dann müssen wir wirklich Polizist werden. Und das will ja wohl niemand. Bis dann, Leute, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.